Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer Fachkonferenz Flucht, Gewalt, Trauma, die Umsetzung der Istanbul-Konvention für queere Geflüchtete in Deutschland. Mein Name ist Ines Kappert, ich leite seit 2015 das Gunda-Werner-Institut und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, sowohl analog hier im Raum in der Heinrich-Böll-Stiftung in der Schumannstraße als natürlich auch am Livestream. Die Istanbul-Konvention ist das umfassendste internationale Rechtsinstrument zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt. Und heute erörtern wir erneut gemeinsam, wie diese Istanbul-Konvention, wie dieser Vertrag genutzt werden kann, damit queere Menschen, die fliehen müssen, tatsächlich die Möglichkeit erhalten, in einem anderen Land ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das Gunda-Werner-Institut, das ich seit 2015 leite, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Migration, Flucht und Feminismus zusammenzudenken und immer wieder neu zu fragen, wie kann das vielfältige Wissen, die Expertise von geflüchteten Menschen jeden Geschlechts und die feministischen Expertisen in Europa und in Deutschland zusammengeführt werden, damit Menschenrechte in der Welt, in Europa und in Deutschland tatsächlich geschützt werden. Seit Jahren arbeiten wir gut und extrem gerne mit dem Queer European Asylum Network zusammen, das unter anderem von Menja, Cella und Daniel Djubelik gegründet wurde. Und dann ist es auch jetzt schon an der Zeit, genau diese beiden etwas näher vorzustellen, denn ohne die Arbeit von Menja und ohne die Arbeit von Daniel wären wir heute nicht hier. Und wären wir auch im letzten Jahr nicht hierher zusammengekommen und im vorletzten und ich glaube auch im vorvorletzten. Menja ist Professorin für Sozialanthropologie am John Jay College of Criminal Justice, CUNY. Und sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Brunel University London und der University of Bristol. 2018 bis 2020 leitete sie ein EU-finanziertes Projekt, dass die Erfahrungen von LGBTQI-Plus-Asylsuchenden mit muslimischem Hintergrund im deutschen Asylsystem untersuchte. Sie ist Autorin von Muslim Women's Quest for Justice, Gender Law and Activism in India, das in der Cambridge University Press erschienen ist. Und sie hat verschiedenste und zahlreiche Artikel zu sozialrechtlichem Widerstand, Gender, Sexualität, Migration, Asyl und Islam veröffentlicht. Und ich habe es schon mal erwähnt, aber man kann es gar nicht oft genug erwähnen, und sie ist Mitbegründerin des Queer European Asylum Networks. Daniel Djubelik ist Amtsleiter beim Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Er ist Mitglied im Beirat Akzeptanz und Gleichberechtigung des Landes Baden-Württemberg und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Darüber hinaus ist er Lehrbeauftragter am Institut für Religionswissenschaft der Universität Heidelberg und Sprecher der Forschungsgruppe Islam der Deutschen Gesellschaft für Religionswissenschaft. Seit Januar 2020 ist er Geschäftsführer der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Und damit würde ich gerne an euch beide übergeben. Ich wünsche uns einen wunderbaren Fachtag. Hallo, guten Tag. Zuerst möchte ich mich im Namen vom Queer European Asylum Netzwerk ganz herzlich beim GWI und insbesondere bei Dr. Ines Kappert bedanken für die Einladung hier an die Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei all den Menschen am GWI und an der Böll-Stiftung, ganz speziell Mono Togmit, Antonia Götte und Jula Reiter, welche die ganze Arbeit hinter den Kulissen geleistet haben und damit maßgeblich zum Gelingen des heutigen Fachtages beitragen. Vielen herzlichen Dank. Als Netzwerk befassen wir uns seit 2020 intensiv mit dem Thema der Intersektionalität in der Anwendung der Istanbul-Konvention zum Schutz von queeren geflüchteten Frauen und Mädchen. Lesbische, bisexuelle, trans, queere und intergeschlechtliche Migrantinnen, Asylsuchende und Flüchtende sind besonders anfällig für sexualisierte und geschlechterspezifische Gewalt.
Im Rahmen dieses kurzen Grundlagenvortrages möchten Daniel Tubelitsch und ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Thema der Intersektionalität in Bezug auf die Istanbul-Konvention geben. Wir berufen uns hier auf die Ergebnisse des letztjährigen Fachtages, welcher unter dem Titel die Istanbul-Konvention intersektional denken auch hier an der Böll-Stiftung stattgefunden hat. Dieser Fachtag, welcher von Queen in Kooperation mit dem GWI organisiert wurde, hatte zum Ziel, die Istanbul-Konvention von einer intersektionalen Perspektive kritisch zu diskutieren. Der letztjährige Fachtag stellt in diesem Sinne der Vorläufer zur heutigen Veranstaltung dar und dessen Erkenntnisse haben die Konzeptualisierung des heutigen Tages maßgeblich beeinflusst. An der Richtung. Okay, ich weiß nicht, ob ich was falsch mache, dass die Technik uns hier verlässt. Aber ich mache jetzt einfach. Jetzt, okay. Ein bisschen verzögern. Also, die Istanbul-Konvention ist mit ihren 81 Artikeln das bisher weitreichendste international rechtsverbindliche Instrument zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Die Istanbul-Konvention fordert neben einem ganzheitlichen Ansatz zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Mädchen explizit eine multiperspektivische, diskriminierungsfreie Umsetzung der Maßnahmen, die die spezifischen Bedürfnisse und Hürden von besonders schutzbedürftigen Gruppen konkret mit einbezieht. Unterzeichnete Staaten, also auch Deutschland, müssen dafür Sorge tragen, dass Präventions-, Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen den spezifischen Bedürfnissen von einer Vielfalt von schutzbedürftigen Mädchen und Frauen entsprechen, welche aufgrund ihrer Identitäten Marginalisierung erfahren. Diese Maßnahmen der Istanbul-Konvention beziehen sich dabei auch dezidiert auf von Gewalt betroffene Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund. Queere Frauen mit Fluchthintergrund stellen dabei eine akut gefährdete Gruppe dar, deren Gewalterfahrungen oft unsichtbar bleiben und deren Schutz von geschlechterbasierter Gewalt kaum gewährleistet wird, obwohl die Istanbul-Konvention auch sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität als unzulässige Gründe für Diskriminierung verortet. An dieser Stelle ist es jedoch auch wichtig anzumerken, dass das Wort Intersektionalität in der Istanbul-Konvention nicht vorkommt. Stattdessen beruft sich die Konvention auf den Begriff Mehrfachdiskriminierung, welche eine Diskriminierung aufgrund mehrerer Faktoren darstellt. Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität sind jedoch nicht gleichzusetzen. Denn Intersektionalität bezieht sich nicht nur auf die Art und Weise, wie Menschen aufgrund ihrer Identitäten Marginalisierung erfahren, sondern auch auf die Art und Weise, wie diese innerhalb komplexer Machtstrukturen hervorgebracht und legitimiert werden. So erkennt die Istanbul-Konvention eine Vielfalt vulnerabler Gruppen an. Gleichzeitig läuft der Text der Konvention allerdings Gefahr, in kulturalistischer Weise Stereotype um Zwangsheirat, Ehrenmord oder Genitalverstümmelung weiblicher Genitalien meist nur Migrantinnen zuzuschreiben. Ich möchte Ihnen nun gerne die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf die intersektionale Auslegung der Istanbul-Konvention, wie im Rahmen des letztjährigen Fachtages diskutiert wurde, kurz vorstellen. Erstens, in der Umsetzung der Istanbul-Konvention werden Formen intersektionaler Diskriminierung oft übersehen. Mädchen und Frauen, bei denen sich gleichzeitig mehrere Diskriminierungsformen wie zum Beispiel Race, Geschlecht, Sexualität, ökonomischer Status, Religion, Ethnizität und so weiter überschneiden, sind einem weitaus höheren Risiko ausgesetzt, Opfer von Gewalt zu werden. So erfahren zum Beispiel queere und Transfrauen in Deutschland ein erhöhtes Gefährdungspotenzial, von Belästigungen, Übergriffen oder Gewalt betroffen zu sein. Die Dunkelziffer ist in diesem Bereich hoch und oftmals finden diese Frauen keinen Zugang zu entsprechenden Behörden, Beratungsstellen oder der Polizei, oder es sei, dass die Stellen für ihre Bedarfe nicht ausreichend sensibilisiert sind.
Zweitens, Mädchen und Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund stellen eine besonders intersektional gefährdete Gruppe dar. Auch Mädchen und Frauen mit Fluchthintergrund sind nicht nur im Heimatland und auf dem Fluchtweg, sondern auch in Deutschland eine gefährdete Gruppe in Bezug auf sexualisierte und geschlechterspezifische Gewalt. Sie stehen gleichzeitig häufig vor den größten Hürden, medizinische, rechtliche oder psychosoziale Hilfe und Unterstützung in lokalen Gewaltschutzsystemen zu finden. Ihre spezifischen Lebenslagen und Schutzbedürfnisse werden in der Praxis oft auf alarmierende Weise vernachlässigt. Und drittens, es mangelt an einem Verständnis für die Intersektionalität verschiedener Vulnerabilitäten in der Anwendung der Istanbul-Konvention bei lesbischen, bisexuellen, trans-, inter- und queeren Migrantinnen, Asylsuchenden und Geflüchteten. LBTIQ-Migrantinnen, Asylsuchende und Flüchtende sind besonders anfällig auf sexualisierte und physische Gewalt auf ihrem Weg nach Europa, während des Asylverfahrens, aber auch nachdem ihnen der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde. In der Theorie erfasst die Istanbul-Konvention die Intersektionalität der Erfahrungen sowohl von Frauen und mit Migrations- und Fluchthintergrund als auch von lesbischen, bisexuellen, trans-, inter- und queeren Frauen und bietet einen umfassenden Schutz ihrer Rechte. In der Praxis gibt es allerdings in der Umsetzung der Konvention keinen robusten Intersektionalitätsansatz im Asylkontext. Frauen werden tendenziell als eine homogene Gruppe betrachtet und LBTIQ-Personen als eine weitere homogene Gruppe. Ein Nicht-Einbeziehen der Intersektionalität verschiedener Vulnerabilitäten hier in Bezug auf Geschlecht und Sexualität durch Entscheidungsträgerinnen und Behördenmitarbeiterinnen setzt LBTIQ-Frauen einem hohen Maß an Vorurteilen und Diskriminierung aus. Eine ausführliche Zusammenfassung der hier vorgestellten Erkenntnisse und Empfehlungen finden Sie in unserem kürzlich fertiggestellten Policy Brief mit dem Titel Die Istanbul-Konvention intersektional denken, Perspektiven für den Schutz von LBTIQ-Mädchen und Frauen in Deutschland. Der Policy Brief wurde von Dr. Marie-Louise Löffler, die auch hier anwesend ist, gleich in der vordersten Reihe, von Daniel Tubelitsch und mir verfasst und von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gefördert. Zum Text beigetragen haben auch Fadi Saleh, ganz hinten hier, und Mohamed Dalla. Hier. Genau, und es liegen Exemplare hier zur Mitnahme auf. Nun gebe ich gerne das Wort an Daniel Tubelitsch weiter, welcher Ihnen unsere Empfehlung vorstellen wird. Das Ganze jetzt hier mal aus. Ich teste das. Was ist jetzt passiert? Okay, sehr gut. Dann vielen, vielen Dank, Menja. Als wir die Konferenz geplant haben, hatten wir natürlich noch nicht den Asylkompromiss im Blick, der jetzt geschossen wurde. Und ich denke, bevor wir in die Empfehlungen einsteigen, die wir formuliert haben auf Basis des letzten Fachtages als Netzwerks mit ganz vielen KooperationspartnerInnen, ist natürlich unsere zentrale Empfehlung an uns alle, diesen Asylkompromiss in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sehr, sehr, sehr kritisch zu begleiten. Noch nicht viele haben sich die Zeit genommen. Ich weiß, Philipp Braun hat es mir gerade schon gesagt, der Vorstand des LSVD, er ist schon dabei, sich die 300 Seiten dieses Kompromisses sich genauer anzuschauen. Philipp, du kannst ja da später gleich auch noch mal was dazu sagen, dass zum Beispiel der Begriff Vulnerabilität in dem ganzen Papier kaum vorkommt. Das heißt, es wird unsere Aufgabe sein, diesen Prozess sehr, sehr intensiv zu begleiten, weil wir wissen jetzt schon, so wie es im Moment aussieht, bedeutet das, Geflüchtete können in vermeintlich sichere Drittstaaten abgeschoben werden, das Dublin-Verfahren soll verschärft werden, systematisch sollen Asylgrenzverfahren unter Haftbedingungen stattfinden und gelingt dies, so betont auch der LSVD, würden LSBTIQ-Menschen, würden geflüchtete Frauen, die über eine EU-Außengrenze einreisen, zu Asylverfahren an den EU-Außengrenzen unter Haftbedingungen gezwungen werden, mit all dem, was das bedeutet.
Das heißt, auch sie laufen Gefahr, in zukünftig als sichere Drittstaaten deklarierte Länder abgeschoben zu werden, so betont der LSVD. Und das heißt für uns, dass natürlich all das, was wir als Netzwerk auch die letzten Jahre gefordert haben, was viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen gefordert haben und auch erreicht haben in Deutschland, nämlich den Zugang zu Community-Einrichtungen, den Zugang zu Schutz, Schutzunterkünfte, Gewaltschutzstandards in Einrichtungen, dass all das natürlich jetzt wieder in Frage gestellt wird, dass wir uns nicht vorstellen können, wie es zum Beispiel möglich sein soll, seine geschlechtliche und sexuelle Identität zu thematisieren in Gesellschaften, in denen selbst Homo- und Transidentität verfolgt werden. Und insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, bevor wir jetzt in unsere Empfehlungen einsteigen, dass das eigentlich unsere Hauptarbeit die nächsten Monate und Jahre sein wird, da dran zu bleiben. Da freue ich mich auch, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten. Gehen wir aber in unsere Empfehlungen hinein. Auf Basis unserer Findings, die Menja gerade eben schon vorgestellt hat, ist es notwendig, dass wir die Istanbul-Konvention intersektional auslegen. Das heißt, als erstes eine Sensibilität schaffen für die Intersektionalität verschiedener Vulnerabilitäten. Es besteht der Bedarf nach verpflichtenden Fortbildungen für RichterInnen, Sonderbeauftragte, BeraterInnen, auch auf kommunaler Ebene, die darauf achten sollen, eine sensible und intersektionale Auslegung der Istanbul-Konvention zu gewährleisten und die Sichtbarmachung von Machtdynamiken und systematischer Diskriminierung in den Vordergrund zu stellen. Zudem sollten zivilgesellschaftliche, politische und rechtliche Institutionen darauf achten, dass das Personal die multiplen Identitäten der schutzsuchenden Mädchen und Frauen reflektiert und dass früher selbst Betroffene direkt in die Arbeit mit einbezogen werden. Mithilfe von Schulungen und Geschlechterrichtlinien müssen Formen institutioneller und systematischer intersektionaler Diskriminierung gegen als nicht weiß rassifizierte LBTIQ-Frauen, schwarze Frauen und Frauen of Color sichtbar gemacht und adressiert, sowie ihre spezifischen Verfolgungserfahrungen und Fluchtbiografien anerkannt werden. Dazu ist es zu bedenken, dass die Anwendung und Auslegung der Istanbul-Konvention auf allen Ebenen dazu beitragen müsste, Stereotype und rassistisch geprägte Strukturen in der Gesellschaft und Politik sichtbar zu machen, zu hinterfragen und aufzubrechen. Zweiter Punkt. Wir brauchen eine diversitätssensible Konzeption der Gewaltschutzsysteme. Die Istanbul-Konvention kommt in der Praxis häufig nicht zur Anwendung, um geflüchtete LBTIQ-Frauen vor Gewalt zu schützen. Auch da habe ich gerade vorhin schon dazu gesprochen, man findet die in bestimmten, zum Beispiel Entscheidungen des BAMF kaum. Im Zuge der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland muss ein bundesweit gleichwertiger Zugang zu Schutz und Hilfe sichergestellt werden, Versorgungslücken geschlossen und Strukturen entsprechend angepasst und ausgebaut werden. Ebenso bedarf es einer dezentralen Unterbringung und eines gesicherten Zugangs zu Community-Einrichtungen und Angeboten für queere Frauen, natürlich auch für queere Geflüchtete im Allgemeinen. Wir brauchen ein transparentes Monitoring der Istanbul-Konvention. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass Gesetzgeberinnen, Entscheidungsträgerinnen die Vorschriften der Istanbul tatsächlich auch umsetzen, auch im Kontext Flucht und Migration, auch beim BAMF. Es braucht ein unabhängiges Monitoring, welches die Umsetzung der Istanbul-Konvention insbesondere mit Blick auf besonders schutzbedürftige Personengruppen und das Asylverfahren kontinuierlich prüfen. Ebenso braucht es ein umfassendes, unabhängiges Kontrollberichtswesen und eine Dokumentation. Und als letzten Punkt, wir brauchen eine effektive Umsetzung von Artikel 59.2 und 3 der Konvention. Nachdem der Vorbehalt gegen Artikel 59.2 und 3 im Februar 2023 auslief, müssen auf Bundes- und Landesebene zielgruppenspezifische Schutzmaßnahmen getroffen werden, um Frauen ohne gesicherten Aufenthaltstitel umfassend gegen geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt zu schützen. Dafür bedarf es einer dezidierten politischen Sensibilisierungsarbeit, um ein klares Signal für die umfassende Umsetzung der Istanbul-Konvention zu senden und gleichzeitig auch sichtbar zu machen, dass auch Frauen aus sicheren Herkunftsstaaten, sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, und/oder Frauen, die getrennt von ihrer Partnerin leben, Schutz vor häuslicher Gewalt beanspruchen können.
Neben der politischen Arbeit braucht es ebenso eine Konzipierung von Leitfäden zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in diesen Kontexten und die Bereitstellung dieser an PraktikerInnen, wie zum Beispiel eben auch Gerichte und Ausländerbehörden. Um ein gutes Monitoring für die umfassende Umsetzung der Istanbul zu gewährleisten, ich hatte es eben schon gesagt, sollten alle Fälle umfassend dokumentiert werden und im Falle eines Verstoßes gegen die Konvention entsprechend nachverfolgt. Das waren unsere zentralen Empfehlungen, die wir heute mit Ihnen allen diskutieren möchten. Es sind sehr, sehr, sehr viele ExpertInnen im Raum. Es sind sehr viele ExpertInnen auf dem Podium, auf die ich mich sehr freue. Wir haben zum Beispiel auch Dr. Nina Hell, die im Moment gerade eben tatsächlich auch Ablehnungsbescheide auswertet in einem Forschungsprojekt, das finanziert wird von der Bundesstiftung. Magnus Hirschfelder ist auch Dr. Matthias Seite heute von der Stiftung bei uns da, der uns dabei intensiv unterstützt und begleitet, was uns sehr freut, uns jetzt auch in der Erstellung des Policy Briefs unterstützt hat. Insofern freue ich mich jetzt auf den Tag mit Ihnen, auf die Diskussionen und darf an Monika Remé unsere heutige Moderation übergeben. Monika Remé ist, wo ist sie? Ah, hier, sehr schön, genau. Studierte Politikwissenschaften und Entwicklungspolitik in Berlin, Buenos Aires und London. Nach dem Studium beschäftigte sie sich in verschiedenen deutschen NGOs mit internationalen Menschenrechts- und Wirtschaftsthemen, folgten mehrere Jahre in der frauenpolitischen Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem bei der UN, bei den UN Women in New York. Und dann in Deutschland wieder setzte sie sich für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ein, unter anderem als Koordinatorin des Bündnisses Istanbul-Konvention. Beim Deutschen Frauenrat ist sie Referentin für internationale Gleichstellungspolitik und daneben zuständige Referentin für das Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Für uns ist das auch super, super spannend hier, weil ich glaube, genau auch dieser intersektionale Dialog zwischen verschiedenen Organisationen, zwischen queeren Organisationen und zwischen verschiedenen Frauenorganisationen hat, glaube ich, in der Weise zu diesem Themenfeld in den letzten Jahren noch nicht genügend stattgefunden. Und insofern ist es hier eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, eben auch gemeinsam ins Gespräch zu kommen, genau eben zu diesen intersektionalen Fragestellungen. Ich freue mich, dass wir da so eine Expertin gewinnen konnten, uns durch den Tag zu moderieren, Monika. Insofern übergebe ich an dich. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, dass Sie live im Internet die Veranstaltung verfolgen. Die Einladung war ja explizit auch an Menschen, die an fairen Asylverfahren für Geflüchtete interessiert sind. Und ich denke, dass diese Personen, dass wir alle im Moment mehr denn je gebraucht werden. Deswegen freue ich mich besonders, dass Sie und ihr heute hier seid. Ich habe heute die Freude, euch durch den Tag führen zu können. Das bedeutet, wir machen heute zwei Panel, einmal vor der Mittagspause zur juristischen Umsetzung der Istanbul-Konvention für queere Geflüchtete und am Nachmittag ein weiteres Panel zu queeren Geflüchteten und Trauma. Danach sind alle, die hier sind, auch gefragt, in den Workshops sich selbst einzubringen. Und darauf freue ich mich auch schon. Und dann werden wir den Tag mit einer künstlerischen Performance beschließen. Ich möchte jetzt auch noch einmal meinen Dank im Namen der Veranstalterinnen aussprechen an Dr. Ines Kappert vom Gunther-Werner-Institut, die den Tag heute ermöglicht hat und heute hier mit dem Institut einlädt. Ein großer Dank und dann gerne auch ein Applaus geht an die Organisatorinnen der Veranstaltung Monotalk mit Antonia Götte und Julia Reiter vom Gunther-Werner-Institut. Außerdem möchte ich mich bedanken bei den Mitgliedern des Queer European Asylum Netzwerkes, die auch schon genannt wurden und auch zum Teil mit auf der Bühne später noch sein werden. Dr. Menja Taler, Daniel Cubelic, Dr. Marie-Louise Löffler und Dr. Nina Held. Und ein spezieller Dank auch an Mohammed Dalla für seine Unterstützung bei der Organisation und Durchführung des Fachtags. Auch gerne hier einen Applaus. Danke an die Technikerin Jeremy Ma und Gabriel Fritz hier in der Ecke. Auch eine,
auch eine wichtige Rolle spielen heute Übersetzerinnen, und zwar einmal Deutsch-Englisch Patricia Isomo und Ina Wall, die für, gerne einen Applaus. Und hier vorne auch Lena Brückmann und Uli Steinseifer für die Gebärdendolmetschung. Vielen Dank. Last but not least danke ich allen wunderbaren Diskutantinnen, die heute hier mit uns über die Anwendung der Istanbul-Konvention für queere Geflüchtete sprechen werden. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Panel zur juristischen Umsetzung der Istanbul-Konvention, und ich freue mich sehr, euch die Panelistin vorstellen zu dürfen. Bitte kommt zu mir auf die Bühne. Dann, wir haben drei Panelistinnen heute hier im Saal und eine Live-Zuschaltung. Würde ich jetzt die Technik bitten, die einzublenden. Herzlich willkommen. Dann, während wir auf die Live-Zuschaltung warten, fangen wir schon mal an. Ach ja, hier, wunderbar. Luis Hooper, willkommen. Genau, dann fange ich sehr gerne mit Louise an. Sie ist eine international renommierte Menschenrechtsanwältin aus Großbritannien, die sich seit über 20 Jahren unter anderem auf Asyl und Migration spezialisiert hat. Sie ist beispielsweise eine der Verfasserinnen des Practitioner Guides to Refugee Claims Based on Sexual Orientation and Gender Identity für den Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen. Sie hat als Expertin im Auftrag des Europarates an 7 sogenannten Baseline Reports, also den ersten Berichten zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in 7 verschiedenen Staaten, mitgearbeitet und für den Europarat eine Studie zur Anwendung von Artikel 60 und 61, also genau den Artikeln, mit denen wir uns heute auch befassen werden, verfasst. Und zurzeit beschäftigt sie sich mit KI und Menschenrechten. Willkommen, Louise. Dann mache ich weiter auf dem Panel. Philipp Braun, Mitglied im Bundesvorstand des LSVD. Herzlich willkommen. Auch früherer Co-Generalsekretär von ILGA, der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, und ehemals Mitglied im Vorstand von ILGA Europe auch. Im Vorstand des LSVD ist Philipp insbesondere zuständig für die internationale Arbeit des Verbandes, und er hat sich zum Thema Migration und Flucht in den letzten Jahren sehr intensiv engagiert und dabei zum Beispiel sich eingesetzt für die Abschaffung des Diskretionsgesetzes im Asylverfahren. Und alle, die sich damit noch nicht auskennen, wir werden das nachher noch erläutern. Dankeschön. Anne Pert, die nächste in der Reihe hier auf dem Podium, ist Volljuristin und Projektkoordinatorin im deutsch-griechischen Verein Equal Rights Beyond Borders. Diese NGO ist im Bereich des europäischen Asylsystems und des internationalen Menschenrechtsschutzes tätig. Sie setzt sich für die Rechte von Menschen auf der Flucht in Europa ein. Anne arbeitet dort unter anderem mit Fokus auf sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt und ist zudem seit 6 Jahren Mitglied der Kommission Europa und Völkerrecht im Deutschen Juristinnenbund und für den Juristinnenbund auch Delegierte für UN Women. Willkommen. Dann darf ich noch begrüßen Dr. Nina Held, Dozentin für Sozialpolitik an der University of Salford. Davor war sie Dozentin für Soziologie sowie Postdoc in Rechtswissenschaften an der University of Sussex. In ihrer Forschung hat sie sich unter anderem als Projektleitung mit den rechtlichen und sozialen Erfahrungen von LGBTIQ-Geflüchteten in Europa befasst und wird uns heute auch davon berichten. Außerdem hat sie sich während und nach dem Abschluss ihrer Doktorarbeit auch ehrenamtlich für die Rechte von queeren Migrantinnen und die Unterstützung von Betroffenen von sexualisierter Gewalt eingesetzt. Alles Erfahrungen, die heute hier einfließen werden. Ich freue mich sehr. Hallo Nina. Wir haben es schon ein bisschen in der Anmoderation gehört, die Situation oder das politische Umfeld, in der dieser Fachtag stattfindet, hat sich mit den Beschlüssen vom 8. Juni nochmal geändert, und wir möchten dann natürlich heute auch darauf eingehen.
Trotzdem möchte ich gerne noch betonen, dass dieses erste Panel unter anderem auch, das wird natürlich auch, aber jetzt auch gerade das erste Panel ein Panel sein soll, das Mut macht. Wir wollen hier heute über Instrumente sprechen, die wir haben, über Rechte sprechen, die es gibt, die wir einfordern können. Von denen ist die Istanbul-Konvention ein sehr mächtiges, wichtiges Instrument, aber nicht das einzige. Wir haben hier sehr geballte Expertise auf dem Panel, die wir nutzen wollen und auch von erfolgreichen Kämpfen lernen wollen, die hier einige der Panelistinnen schon geführt haben. Und dabei wollen wir jetzt auch wirklich an der Basis einsteigen, was die Rechtsinstrumente angeht, damit wir auch alle mitnehmen im Raum. Die Fragen, die wir jetzt innerhalb der nächsten 1,5 Stunden besprechen werden, um Ihnen und euch schon mal so einen roten Faden an die Hand zu geben, ist einmal, was ist der rechtliche Rahmen, den wir haben, um queere Geflüchtete zu schützen in Deutschland, in Europa? Wie sieht die Anwendung in Deutschland aus? Was sollte sich da verbessern? Wo ist auch der Stand der Diskussion? Und was wird sich auch durch den sogenannten Asylkompromiss auf europäischer Ebene verändern, verschlechtern? Darauf gehen wir ein. Und ich freue mich jetzt zu beginnen mit Louise Hooper und möchte dich erst einmal bitten, als Expertin, das, was du auch schriftlich schon in verschiedenen Publikationen gemacht hast, uns mitzunehmen und einzuführen in den Schutz, den die Istanbul-Konvention von gewaltbetroffenen asylsuchenden Frauen zunächst garantiert und welchen Schutz sie auch queeren Frauen bietet. Thank you very much. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und es tut mir leid, dass ich nicht persönlich anwesend sein kann. Die Istanbul-Konvention bezieht sich auf die Frauen in unterschiedlichen Weisen. Es gibt einen Nichtdiskriminierungsklausel. Das heißt, alle Schutzklauseln für Frauen gelten auch für Migrantinnen und Asylsuchenden. Zugang zu Unterkunft, zu Gesundheitswesen, all das gilt auch für Migrantinnen und Flüchtlinge. Und mit Artikel 16, 61 über genderbasierte Asylanträge. Das heißt, dass der Genderbegriff mit berücksichtigt werden muss. Die Nichtdiskriminierungsklausel ist für mich besonders wichtig. Sie bedeutet nicht nur, dass Migrantinnen geschützt sind durch die Konvention, sondern dass auch die sexuelle Orientierung berücksichtigt wird. Auf diese Art und Weise werden alle Bestimmungen diskriminierungsfrei, müssen sie angewandt werden. Wenn ich im deutschen Kontext über die Istanbul-Konvention spreche, dann führe ich auch gerne damit ein, dass die Vision der Konvention eine Gesellschaft ist, in der Frauen und Mädchen frei von Gewalt leben können. Und das gilt natürlich eben auch für alle Frauen und Mädchen. Und das, danke, dass du das nochmal deutlich gemacht hast und auf den Artikel 4 da hingewiesen hast, der in dem Zusammenhang ganz wichtig ist. Ich würde dich gerne auch nochmal fragen, Louise, wie schätzt du die Möglichkeiten ein, mit der Konvention Schutz für die queeren geflüchteten Frauen zu verwirklichen? Wir haben ja schon in der Einführung gehört, es ist sozusagen, es geht uns nicht nur um die Frage von Mehrfachdiskriminierung, sondern wirklich auch um die Überschneidungen, die Verschränkungen, die Verstärkungen auch von Diskriminierungserfahrungen. Und vielleicht könntest du da aufgrund auch deiner Erfahrungen in den verschiedenen Staaten nochmal drauf eingehen, wie die Konvention da auch genutzt werden kann, um genau diese Gruppen zu erreichen. Das Erste, was wichtig ist, dass die Staaten müssen das Konzept der
Intersektionalität verstehen, sodass die Frauen die Diskriminierung unterschiedlich erfahren können und dass auch die, die mit ihm die Gespräche führen, das verstehen müssen. Und sie haben auch unterschiedliche Erfordernisse in den Aufnehmerländern, weil im Hinblick auf die Gewalt gegen LGBTIQ-Gruppen. Das heißt, wenn man sich die Konvention aus menschenrechtlicher Sicht anschaut, bedarf es Bestimmungen, einschließlich finanzieller Bestimmungen. Und am wichtigsten ist es, überall in den Ländern, in denen ich gewesen bin, gibt es eine starke Zivilgesellschaft, die sich dafür einsetzt. Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft ist sehr, sehr wichtig und auch die Finanzierung, die hier einen großen Unterschied machen können. Nochmal den Blick etwas weiten über die Istanbul-Konvention hinaus. Philipp, du hast dich, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, sehr intensiv mit den Rechten von queeren Geflüchteten befasst in den letzten Jahren. Könntest du uns nochmal einen Einblick geben, uns mitnehmen, welche Instrumente es über die Istanbul-Konvention hinaus gibt, um die Rechte queerer Geflüchteter hier in Deutschland zu schützen? Ja, danke. Ja, also insbesondere wollte ich erzählen, zum einen, was jetzt im Asylverfahren in Deutschland mit der sogenannten Dienstanweisung Asyl gilt, weil das Bundesamt hat, weil es auch sehr viele Themen gibt, also das hat auch so um die 500 Seiten, die sogenannte Dienstanweisung Asyl, wo die Kapitel nach und nach überarbeitet werden. Und ich glaube, das hatte Daniel ja vorher erwähnt, die Istanbul-Konvention kommt damit keine Silbe vor. Also wenn man da in dieses lange Dokument guckt, ist das beim BAMF zumindest strukturell noch nicht angekommen. Es war aber so, dass in den letzten Jahren Schritt für Schritt, das konnte man auch über Informationsfreiheitsanfragen von Wohlfahrtsverbänden so nachvollziehen, weil das immer so zeitverzögert auch veröffentlicht wird, ist auch auf unserer Webseite verlinkt. Also da gab es ein Kapitel zu sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität. Aber leider haben wir, das haben auch viele in der Praxis festgestellt, halt gemerkt, dass ganz oft in Asylbescheiden gesagt wurde, ja, diese Person aus dem Iran oder aus Algerien könnte sich am Heimatland verstecken. Und wir hatten den einen Fall auch von einem Iraner, der hier in Berlin lebt, was sogar die Bild-Zeitung aufgegriffen hatte, wo dann drin stand, ja, der war nicht innerhalb von 3 Wochen bei Grindr, der will ja nicht offen leben, der kann sich ja im Iran verstecken. Oder die Geschichte von Karim aus Algerien, was letztes Jahr auch den politischen Druck massiv verschärft hatte, wo dann gesagt wurde, ja, er könnte ja auch im Prinzip sich in Algerien verbergen. Und wir haben das so vor 3 Jahren gab es dann einen Punkt, wo auch die Verbindung ist mit Ilga ganz konkret gewesen. Es gab einen Marokkaner, der in Deutschland im Asylverfahren war, der so eine Ablehnung bekommen hat. Er könnte sich ja in Marokko verstecken und in Marokko würden ja auch Heteros öffentlich keine Küsse oder so austauschen. Also von daher alles kein Problem. Der hat das mit Google Translate oder so halt aus dem Deutschen geguckt, gegoogelt, festgestellt, es gibt dieses EuGH-Urteil von 2013 und ist dann auf uns zugekommen. Und seitdem waren wir dann im Gespräch, das BAMF hat gesagt, ja natürlich gilt EuGH, aber wir haben dann gerade 2021 100 Fälle zusammengetragen, wo dem halt nicht so war. Das war dann im Bundestagswahlkampf ja auch Thema im Koalitionsvertrag. Und jetzt gilt seit letztes Jahr Oktober, dass eben von einem offenen Leben auszugehen ist. Und das finde ich auch sehr spannend für queere Frauen, trans, nicht-binäre Personen. Was heißt das, offen zu leben? Und wenn ihr habt ja auch Forschung gemacht zu Frauen aus afrikanischen Ländern, wie wird damit umgegangen? Also das ist ein Punkt, der ganz fundamental ist, wo man aber auch sehen muss, wie das gelebt wird. Also es gibt viele positive Beispiele. Wir haben aber auch schon gesehen, dass das BAMF auch noch lernen muss, das umzusetzen. Was uns sehr gefreut hatte, war, dass tatsächlich auf unser Drängen
auch ein zweites wichtiges Urteil überhaupt mal in der deutschen Verwaltung angekommen ist, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2020 bei einem schwulen Mann aus Gambia festgestellt, dass die Schweiz die Menschenrechtskonvention verletzt hatte, weil sie gesagt haben, er könnte ja gegen gesellschaftliche Gewalt einfach zur Polizei gehen. Und wir haben immer gesagt, aber dann zeigt sich ja jemand im Land, wo Homosexualität verboten ist, an, selbst wenn es vielleicht das Gesetz nicht oft angewandt wird. Also das ist sehr wichtig, dass das jetzt da aufgenommen wurde. Und was mich persönlich sehr gefreut hatte, war einer der krassesten Fälle, die wir hatten, war von einem Transmann, der auf uns zugekommen ist, wo das BAMF geschrieben hat, ja, er könnte an den Iran zurückgehen, sich komplett operieren lassen, das ist ja im Iran möglich, obwohl diese Person gesagt hat, dass er das für sich gar nicht will. Und dann gesagt wird, ja, und Gesundheit ist ja keine Wunschleistung. Und sie haben sogar explizit jetzt in dieser Dienstanweisung drinstehen, dass bei Transpersonen, die eben keine komplette Transition wollen, das nicht vorausgesetzt werden kann. Also da ist auch da etwas angekommen. Und es gibt eine ganz wichtige Aussage, dass es eben keine Stereotypen geben soll, wie zum Beispiel Homo- und Bisexuelle haben keine Kinder, Homo- und Bisexuelle führen keine Partnerschaft mit dem anderen Geschlecht oder Ehe, was ihr ja auch in eurer Forschung gesehen habt, dass vielleicht da auch hoffentlich nach und nach es etwas sensibler wird. Aber man muss sagen, wir haben auch inzwischen festgestellt, was die Leerstelle dabei ist. Und die Leerstelle ist, dass überhaupt noch nicht angekommen ist, was das eigentlich bedeutet, in einem Land zu leben, wo man keine Partnerschaft eingehen kann. Was bedeutet das? Gibt es denn nicht auch ein Recht auf Partnerschaft? Also das ist sozusagen eine Frage für die Zukunft. Und ich würde noch eine Sache erwähnen, die ich sehr wichtig finde, die leider vielleicht auch noch nicht so bekannt ist. Ich kann das auch einfach mal rumgehen lassen, können Sie abfotografieren. Es gibt vom Bundesamt in Zusammenarbeit mit uns, da war auch Lilith Rasa mit beteiligt, jetzt Terminologielisten für 9 Sprachen, das wird auch noch eine 10. geben, wo zum einen den Dolmetschenden gesagt wird, worauf man da achten muss. Zum Beispiel sind auch negativ konnotierte Wörter sehr wichtig, dass man das markiert, nicht unter den Tisch fallen lässt, aber auch nicht gegenüber der Person verwendet und so weiter. Und dann eine Seite mit Terminologie eben zu Urdu oder zu Arabisch oder Dari, wo dann, wenn so eine Anhörung stattfindet, hoffentlich die Qualität auch deutlich besser ist, weil dann vielleicht auch manche Missverständnisse vermieden werden. Was wir auch sehr positiv finden, ist, dass die besondere Rechtsberatung jetzt auch diesen Sommer startet, weil es gibt ja die Asylverfahrensberatung, die von dem BAMF zu den Wohlfahrtsverbänden jetzt übergeht. Das war auch eine Entscheidung der neuen Regierung. Und wir haben da sehr für gekämpft, dass eben es eine besondere Rechtsberatung gibt, weil es gab auch Stimmen in BMI, die das sogar für verfassungswidrig hielten. Die haben mir wirklich gesagt, das wäre schon per se verfassungswidrig, was diese Koalition plant. Aber man hat jetzt geschrieben, eben besondere Rechtsberatung für Queere und andere Vulnerable, damit es auch nicht ausschließend ist. Und es gibt so etwa 15 Beratungsstellen bundesweit, die, glaube ich, jetzt da für queere Geflüchtete gefördert vom BMI und BAMF loslegen. Und da können auch gerne Personen aus dem Publikum auf uns zukommen. Es gibt den Nationalen Aktionsplan Queerleben, der jetzt gestartet ist. Da gibt es eine Arbeitsgruppe zu Queer Refugees, die sich noch mal 2-mal dieses Jahr treffen wird, wo einige Institutionen auch beteiligt sind, wo aber, wenn es da Informationen gibt, man uns das gerne zukommen lassen kann, weil wir da auch, und da gibt es also auch eine Antwort von der Bundesregierung zu Schutzbedarf bei Geflüchteten, Antwort auf die Linken, wo auch aufgeführt wird, dass eben der sich dieser Aktionsplan vornimmt, auf die Situation auch gerade mit Gewalt einzugehen, dass es Schulungen geben soll, dass mit den Ländern auch auf die Träger von Unterkünften zugegangen werden soll. Und das soll jetzt auch in diesem Prozess mit Leben gefüllt werden. Und ich habe für einige, die Interesse haben, auch unseren Artikel zum Diskretionsgebot mitgebracht, also können auch auf mich zukommen. Der ist leider beim Asylmagazin noch nicht als PDF abrufbar, aber ich habe, wie gesagt, ein paar mitgebracht. Danke. Ja, vielen Dank.
Genau, an der Stelle gerne einen Applaus, weil das war ja auch schon sehr viel Einblick in, was Zivilgesellschaft in den letzten Jahren da auch alles geschafft hat. Sehr passend zu dem, wie Luis vorhin sagte, es braucht Training, Zivilgesellschaft und auch Finanzierung für die Angebote. Dann funktioniert das mit dem Gewaltschutz auch für geflüchtete Personen. Du hattest jetzt, bist jetzt nochmal eingegangen auf die Dienstanweisung Asyl und Verbesserungen sowie Leerstellen in der Dienstanweisung Asyl. Also das neben der Istanbul-Konvention auch ein Instrument, um Rechte einfordern zu können, aber auch einen starken Verbündeten genannt, nämlich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, auf den wir auch, auf dessen Urteile wir auch zum Teil zurückgreifen können, um die Rechte von geflüchteten Menschen, Frauen in Deutschland zu schützen. Anne, ich würde gerne dich bitten, nochmal zu ergänzen, welche weiteren rechtlichen Standards und Leitlinien es gibt über die Istanbul-Konvention hinaus und was der rechtliche Rahmen für gewaltbetroffene Frauen im Asylverfahren genau ist. Ja, gerne. Ich kann ein bisschen erzählen von Artikel 60 erstmal, der, wie Luise schon erwähnt hatte, geschlechtersensible Asylverfahren fordert. Zum einen, wie gesagt, die rechtliche Anerkennung von geschlechtsspezifischer Gewalt als Fluchtgrund nach der Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch eine geschlechtersensible Auslegung dieser Gründe sowie geschlechtersensible Aufnahme- und Asylverfahren. Und die Istanbul-Konvention, erörtert quasi durch den erläuternden Bericht, kann auch immer gut zusammengesehen werden, zum einen mit den Resolutionen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, die sich auch insbesondere mit geschlechtsspezifischen Asylverfahren oder geschlechtersensiblen Asylverfahren beschäftigen, aber auch bestimmten Leitlinien von UNHCR, die als solche zwar nicht bindend sind, aber als Interpretationshilfe bei der Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention dienen. Die Istanbul-Konvention ist der erste internationale Vertrag, der explizit erwähnt, dass geschlechtersensible Asylverfahren notwendig sind und damit auch die Bedeutung hervorhebt und enthält konkrete Anweisungen auch an die einzelnen Staaten, insbesondere was das Aufnahmeverfahren betrifft. Unter anderem wird dort die Wichtigkeit einer frühzeitigen Identifizierung von Schutzbedarfen hervorgehoben, was besonders wichtig ist, um diese im Laufe des Verfahrens auch ausreichend eingehen zu können. Zusammen mit der Resolution der Parlamentarischen Versammlung gibt es spezifische, auch bauliche Anweisungen an die Unterbringungsform von asylsuchenden Frauen. Das heißt insbesondere eine räumliche Trennung von alleinstehenden Männern, aber auch getrennte Sanitäranlagen, die entsprechend beleuchtet sind, um Schutz zu gewährleisten, abschließbare Räume, um auch Schutz vom Wachpersonal, was auch beinhaltet, dass weibliches Wachpersonal gefordert ist, sowie insbesondere Schulungen für alle in den Unterbringungen arbeitenden Mitarbeitenden. Gleichzeitig sollen auch Unterstützungsdienste mehr bereitgestellt werden, das heißt einmal für psychosoziale Beratung, aber auch medizinische Beratung und ebenso auch Rechtsberatung, die damit reinfließt. Hinsichtlich des Asylverfahrens soll, wie gesagt, ein geschlechtersensibler Ansatz wird sowohl von der Istanbul-Konvention, aber auch von Resolutionen und anderen Leitlinien des UNHCR gefordert. Hervorgehoben wird in all diesen Leitlinien und Konventionen insbesondere, dass ein alleiniges Asylverfahren und damit auch eine persönliche Anhörung von Frauen möglich sein muss. Das heißt, unabhängig von potenziellen Ehemännern oder Familienmitgliedern, teilweise auch von Kindern, um einfach einen freien Raum zu schaffen, um offen über erfolgte Gewalt zu reden und damit über die erfolgte Verfolgung, um unabhängige Schutzbedürfnisse damit geltend zu machen. Und all das muss natürlich in einem vertraulichen Rahmen stattfinden. Es muss die Möglichkeit geben, auch dies wird nicht nur von der Istanbul-Konvention, sondern auch von allen anderen Regelwerken diesbezüglich gefordert, die Wahl bezüglich des Geschlechtes quasi der EntscheiderInnen und der ÜbersetzerInnen zu haben. Und bei den ersten Anzeichen von sexualisierter oder geschlechtsbezogener Gewalt müssen jegliche beschleunigte Verfahren sozusagen abgebrochen werden, um der betroffenen Person Zeit zu geben, um halt offen über diese Verfolgung zu sprechen. Interessant ist da die Resolution 1940 aus 2010 von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Die fordert in dem Bezug explizit, dass es sogar eine zusätzliche Aufenthaltserlaubnis geben könnte,
die quasi dem Asylverfahren vorgelagert ist, um halt diesen Zeitdruck rauszunehmen aus dem Verfahren, um damit die Möglichkeit zu geben, im Hinblick auf vorhandene Traumata oder posttraumatische Belastungsstörung, ja, Raum dafür zu schaffen, dass Vertrauen aufgebaut wird und offen über die Verfolgung gesprochen werden kann. Hinsichtlich der Schutzzuerkennung ist es so, dass in der Istanbul-Konvention offiziell anerkannt wird, dass lange Zeit eine Blindheit quasi gegenüber dem Geschlecht vorgeherrscht hat. Das ist insbesondere im Hinblick auf die Genfer Flüchtlingskonvention von Relevanz, wo einfach Geschlecht überhaupt nicht erwähnt wird und auch nicht mitgedacht wurde. Und die Istanbul-Konvention fordert explizit eine Anerkennung, dass geschlechtsbezogene Gewalt eine schwere Menschenrechtsverletzung ist und auch als solche als Verfolgungsgrund gesehen werden sollte, und fordert dementsprechend, wie gesagt, die Einordnung in die Gründe der Genfer Flüchtlingskonvention. Vielleicht nochmal zur Erinnerung oder auch zur Kenntnis: Diese Gründe, also eine Verfolgung kann stattfinden aus rassistischen Gründen, aus politischen Gründen, religiösen, aufgrund der Nationalität oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Und unter diese Gründe soll quasi auch geschlechtsbezogene Verfolgung eingeordnet werden. Und die Istanbul-Konvention betont dabei ausschließlich, dass auch das aufgrund von, also dass mehrere Verfolgungsgründe sich hier quasi überschneiden können. Als Beispiel kann da zum Beispiel genannt werden die Missachtung von religiösen oder traditionellen Geschlechterrollen oder auch Verhaltensnormen. Das kann zum Beispiel eine Verfolgung hervorrufen aus Grund religiöser oder politischen Gründen und auch aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Schwierigkeit ist insbesondere, dass geschlechtsbezogene Gewalt oft nicht durch den Staat selbst, sondern insbesondere von privaten Akteuren ausgeübt wird, was erfordert, dass der Nachweis erbracht wird im Asylverfahren, dass der Staat nicht fähig oder nicht willens ist, ausreichend Schutz zu gewährleisten. Ob ein solcher Schutz vorhanden ist, dazu kann auch die Istanbul-Konvention herangezogen werden. Und es kann geguckt werden, ob die festgelegten Standards in der Konvention für Prävention, Schutz und Strafverfolgung quasi in dem jeweiligen Land befolgt werden. Was, wenn man das tatsächlich anwenden würde, recht umfassend wäre. Und die Verpflichtung des Staates, das ist aber recht wichtig, betrifft nicht nur, wie gesagt, das eigene Unterlassen von Gewaltausübung, sondern dem Staat trifft auch eine Sorgfaltspflicht, Menschen vor Gewalt durch Private quasi zu schützen. Und das beinhaltet auch nicht nur das offizielle Verbot, sondern auch tatsächlich in der Praxis nicht nur die Tolerierung. Als Beispiel ist hier auch Afghanistan, wo 2021 offiziell per Gesetz Kinderheirat verboten wurde und das aber gleichzeitig genau die Zeit war, wo die Anzahl an Kinderehen wirklich immens gestiegen ist. Das heißt, es muss auch geguckt werden, ob das wirklich in der Praxis umgesetzt wird und nicht nur die Jure Zugang zu Schutz besteht. Als letztes würde ich noch einmal erwähnen, was besonders wichtig ist im Asylverfahren und auch einer der großen Knackpunkte ist die Glaubwürdigkeit. Das heißt, inwieweit können geschlechtsbezogene Verfolgungen nachgewiesen werden. Die Istanbul-Konvention erkennt hier an, dass es aufgrund von Traumata, über die wir auch im zweiten Panel hier noch hören werden, aufgrund von Angst vor Stigmatisierung oder anderen Konsequenzen oftmals sehr schwierig ist für Personen, geschlechtsbezogene Gewalt in der Anhörung quasi offenzulegen, was dazu führt, dass diese oft erst im Nachhinein bei weiteren Anhörungen oder aber sogar vielleicht erst in einem Gerichtsverfahren offengelegt wird, was durch die Behörden oft dann als unglaubwürdig eingeordnet wird. Das erkennt die Istanbul-Konvention offiziell an, nennt dort aber auch nicht richtig einen Umgang mit diesem Problem. Der UNHCR hat dazu aber Leitlinien zur Glaubwürdigkeit veröffentlicht, wo dargelegt wird, dass immer wenn eine Situation kohärent und plausibel erklärt wird und auch keine Widersprüche zu den Tatsachen bestehen, die über das Herkunftsland bekannt sind, dass das dann eine Aussage als glaubhaft anerkannt werden sollte. Und ich möchte noch einmal auf zwei Grundsätze eingehen, die in diesen Leitlinien von UNHCR explizit genannt werden. Das ist einmal der Grundsatz der geteilten Beweislast. Das bedeutet, dass es natürlich quasi an der asylsuchenden Person liegt, darzulegen und nachzuweisen, soweit es geht, dass eine Verfolgungshandlung vorlag. Aber es auch an den Behörden liegt, quasi dem nachzugehen und vorhandene Erkenntnisse zu nutzen. Und dann gibt es einen Zweifelsgrundsatz. Das heißt, wenn nicht weitere Nachweise erbracht werden können, dass im Zweifelsteil vom Vorteil der Person ausgegangen werden sollte.
Genau, weil vorhin schon einmal noch mal kurz das Monitoring angesprochen wurde, vielleicht noch abschließend, dass die Istanbul-Konvention erfordert, dass es umfassende Leitbilder geben sollte zu geschlechtssensiblen Asylverfahren und dass insbesondere diese auch durch ein Monitoring-System die Umsetzung in den einzelnen Ländern überprüft werden sollte und ja, dass quasi diese Forderung auch explizit zu Asylverfahren besteht. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt ein Ritt nochmal durch den rechtlichen Rahmen. Also wir haben gehört, Artikel 4, Artikel 60, Artikel 61 der Istanbul-Konvention, die Dienstanweisung Asyl, die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, aber auch die Leitlinien des UNHCR, verschiedene Resolutionen auch des Europarats, die zur Auslegung der Istanbul-Konvention herangezogen werden können. Und wir haben auch gehört und verstanden, die Anforderungen sind hoch und sind auch gut. Da ist ganz vieles dabei, was wir in der Praxis gut nutzen können. Und das ist auch meine Überleitung jetzt zur zweiten Runde von Fragen, die ich gerne mit Nina Held beginnen möchte. Nina, du untersuchst Asylgesuche von queeren Frauen, gerade auch in Deutschland. Der Grevio-Bericht, der die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland untersucht und letztes Jahr veröffentlicht wurde, das ist der Bericht eines Expertengremiums des Europarates, der sich eben die einzelnen Artikel auch angeschaut hat und geguckt hat, wie steht es um die Umsetzung dieser historischen Konvention in Deutschland. Dieser Bericht hat die Situation von queeren Geflüchteten nicht explizit erwähnt. Und meine erste Frage ist, auch nach dem, was wir jetzt schon von Philipp gehört haben, überrascht dich das? Ja, danke. Interessante Frage. Hallo erstmal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und begrüße Sie auch alle nochmal persönlich. Es überrascht mich nicht. Also der Grevio-Bericht, der fordert ja schon auf, eine intersektionale Perspektive einzunehmen und in dem Sinne nennt bestimmte Gruppen von Frauen, unter anderem auch asylsuchende Frauen und LGBTI-Frauen. Und man könnte geflüchtete Frauen da natürlich dann mitdenken, wenn man immer diese intersektionale Perspektive hat. Es ist aber trotzdem schade, dass queere geflüchtete Frauen nicht direkt genannt werden, weil wir das generell immer wieder sehen, dass gerade lesbische und bisexuelle Frauen unsichtbar bleiben oder einfach unsichtbar sind. Und vielleicht wurde es jetzt auch schon so ein bisschen deutlich von den Fällen, die jetzt erwähnt wurden, die in der Presse dann auch besprochen werden und so weiter, dass da eine Unsichtbarkeit da ist. Und zum Beispiel in unserer Studie, in der Sotschika-Studie, habe ich in Deutschland über 40 Interviews geführt und Gruppeninterviews geführt mit verschiedenen Personengruppen, auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen. Und ja, da haben wir immer die Fragen gestellt, wie ist denn so der Anteil, ne, von Geflüchteten im Sinne von LSBTI? Und es kam immer wieder die Antwort, wir haben so 70% mindestens schwule Männer, 20% Transgeflüchtete und dann vielleicht 10% lesbische, bisexuelle Frauen. Also in dem Sinne ist da halt schon die Unsichtbarkeit irgendwo da. Menja und ich, wir arbeiten ganz eng zusammen mit der Organisation Letra in München, die eine der ganz, ganz wenigen Organisationen in Deutschland ist, die speziell queere geflüchtete Frauen unterstützen. Und es ist sehr interessant zu sehen, was diese Organisation für Erfahrungen hat. Und da wird ganz deutlich, wie hoch der Ablehnungsanteil von queeren geflüchteten Frauen ist. Also die Erfahrungswerte daher. Deswegen, also erstmal zu der Unsichtbarkeit generell, ne, von queeren geflüchteten Frauen, verwundert mich das nicht. Und der Grevio-Bericht, ich habe mir da nur so ein paar Sachen noch rausgeschrieben, hätte in einigen Stellen schon explizit queere geflüchtete Frauen nennen können oder sogar müssen, weil was wir jetzt schon gehört haben, wird ja schon seit Jahren zu dem Thema gearbeitet und auch aufgefordert,
Veränderungen vorzunehmen. Mit der Sicherheit in Unterkünften, ja, da ist ja eine Sektion in dem Bericht, da werden queere Geflüchtete nicht genannt. Der Zugang zu Unterstützung, zu Diensten, da werden queere Geflüchtete nicht explizit genannt, wobei das seit Jahren ein Thema ist. Zum Beispiel auch gerade, was ja erwähnt wird, ist, wenn Geflüchtete im ländlichen Raum untergebracht werden, dass dann der Zugang zur Unterstützung und Diensten schwierig ist. Und da haben ja auch zivilgesellschaftliche Organisationen und wir mit unserer Forschung schon seit Jahren aufgezeigt, was für verheerende Folgen das insbesondere für queere Geflüchtete hat, wenn die keinen Zugang zu Organisationsstrukturen haben. Es wird ja in dem Bericht genannt Fortbildungen für Richterinnen, Entscheiderinnen. Und auch hier werden queere Geflüchtete nicht spezifisch genannt oder dass da eine Sensibilisierung stattfinden muss zu Intersektionalität, zu wie queere Geflüchtete nicht nur geschlechtsspezifische Verfolgung erfahren, sondern auch sexualisierte Verfolgung und wie das beides ineinander greift. Also da hätten schon einige Ansätze da sein können in dem Bericht, um queere Geflüchtete speziell zu nennen. Und das ist sehr schade, dass das nicht gemacht wurde. Danke. Vielleicht auch hier nochmal erstmal einen Applaus für diese erste Einführung. Und ich würde aber gerne nochmal ein bisschen nachhaken, denn du hast es jetzt schon genannt, es gibt so eine Unsichtbarkeit von lesbischen Lebensrealitäten. Kannst du uns nochmal genauer erklären, warum ist das so entscheidend? Also warum, was macht das für einen Unterschied, dass zum Beispiel auch öffentlich eher ein Verständnis für schwule Lebensrealitäten, vielleicht sogar inzwischen auch für Transrealitäten da ist? Und was bedeutet das für eine lesbische geflüchtete Frau in einer Anhörung, dass es dieses Bild nicht gibt von ihrer Lebensrealität? Ja, also was man ja sagen muss generell, ist es ja so, dass bei Asylanträgen müssen ja drei Voraussetzungen da sein oder was die asylantragende Person beweisen muss. Das erste ist die Furcht vor Verfolgung oder dass eine Verfolgung entweder stattgefunden hat oder dass eine ganz große Angst besteht vor Verfolgung. Das zweite ist, wie Anne jetzt ja auch erklärt hat, dass einer der Konventionsgründe da ist. Und bei queeren Geflüchteten ist das meistens die bestimmte soziale Gruppe, also dass man dann praktisch beweisen muss, dass man dazugehört, ja, also dass man lesbisch, schwul, trans, bisexuell ist. Und das Dritte ist, dass es keinen Schutz gibt, ja, dass man keinen Schutz beantragen kann. Und mit diesen drei das sind große Herausforderungen dann gerade für queere geflüchtete Frauen, diese drei Elemente zu beweisen, wenn es da keine Sensibilisierung gibt für die Leben von lesbischen, bisexuellen Frauen in den jeweiligen Herkunftsländern, aber auch ja, hier. Ne? Also es werden ja Stereotype oft angewandt von ich sage jetzt mal eher so einem schwulen Mann, der dann out ist, ne? Und der seine Sexualität auslebt, der in die queere Szene geht oder generell Stereotype, wie eine queere Person generell aussieht, wie eine queere Person sich generell verhält. Ja? Also wenn dann diese Lebensweisen eher im Vordergrund stehen und sichtbar sind, dann ist das natürlich für lesbisch und bisexuell oder queere geflüchtete Frauen einfach schwieriger, auch da eine positive Bewertung zu bekommen in den Asylanträgen. Und was ganz, ganz schwierig ist, und hier ist das Thema der Istanbul-Konvention ganz entscheidend, also in unserer Forschung haben wir bisher in keiner Entscheidung die Istanbul-Konvention nur erwähnt gesehen, also da wird nie auf die Istanbul-Konvention zurückgegriffen. Und genau dieser geschlechtsspezifische Gedanke, der eigentlich angewandt werden sollte, sieht man dann oft in den Fällen von queeren Geflüchteten nicht, da gerade diese Intersektionalität von geschlechtsspezifischer Gewalt und sexualisierter Gewalt nicht mitbedacht wird.
Also wir haben sehr viele Entscheidungen gesehen, in denen gesagt wurde zum Beispiel, ja, du wurdest, hast Gewalt erfahren von deinem Ehemann wegen dem Ehebruch, ja, aber es war jetzt nicht deswegen wegen dem Geschlecht von der Person mit dem Ehebruch begangen wurde. Also es wird eine geschlechtsspezifische Gewalt akzeptiert, aber nicht gesehen, wie das in Verbindung steht mit sexualisierter Gewalt und dass queere geflüchtete Frauen Gewalt erfahren aufgrund dieser beiden Dimensionen, Geschlecht und Sexualität. Ich bleibe noch mal dran, weil ich finde, das ist sozusagen, wir sind hier heute ja auch an einem öffentlichen Ort, wir können wirklich auch diesen Raum noch mal nutzen, um das deutlich zu machen, wie können denn lesbische, queere Lebensrealitäten aussehen von geflüchteten Frauen. Weil ich glaube, es ist manchmal ja diese Frage, du steckst da drin, du schaust ja die ganze Zeit die Asylverfahren an von den Personen und für dich ist es wahrscheinlich völlig klar, dass es eben genau, wie du gesagt hast, ist es jetzt nicht irgendwie unbedingt eine stereotype junge Frau, die gerade rauskommt und ihre Sexualität sehr offen lebt in einer Großstadt dieser Welt, sondern wie können lesbische Lebensrealitäten dann aussehen? Was müssen denn Menschen eigentlich wissen? Genau. Also erstmal ist zu sagen, dass queere geflüchtete Frauen, die nach Deutschland kommen, oft in ihrem Heimatland öfters eher im Privaten gelebt haben, also haben nicht diesen öffentlichen Raum eingenommen. Oft ist es so, dass die Frauen heiraten mussten. Ja? Also auch wenn sie sich ihrer Sexualität bewusst waren, ist Heirat eigentlich auch ein Schutzmechanismus, ja? Weil es als alleinstehende Frau in vielen Ländern ja, einfach dann Schwierigkeiten gibt. Ja? Oft haben die Frauen Kinder. Ja, und das sind dann alles Gründe, die dann gegen sie verwendet werden, ja, in den Entscheidungen, wo dann gesagt wird, ja, aber du hast zweimal geheiratet, du hast Kinder. Und auch, was wir jetzt sehr oft auch gesehen haben oder sehen, was Philipp ja angesprochen hat mit dem Diskretionsargument, was oft angewandt wird. In den letzten Entscheidungen, die ich mir angeguckt habe, wird es nicht so direkt genannt, aber es wird gesagt, naja, du hast ja jahrelang, war es ja in Ordnung, ist ja nichts passiert. Ja? Also dann kannst du ja auch weiter so leben. Aber es wird eigentlich angenommen, weil es war jahrelang in Ordnung, weil es sehr diskret gelebt wurde, die Sexualität, halt im privaten Rahmen, heimlich, neben Heirat und der Familie. Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal gut, das nachvollziehen zu können und da auch eben den Brückenschlag zu machen, warum diese veränderte Verfahren jetzt so wichtig ist für LSBTIQ-geflüchtete Menschen. Ich würde jetzt gerne nochmal Anne dich fragen, weil du dich auch speziell mit gewaltbetroffenen Frauen, geflüchteten Frauen beschäftigt. Wir haben jetzt auch gehört, es gibt bestimmte Formen von Gewalt gegen lesbische Personen, eben weil sie lesbisch sind, bestimmte Formen Zwangsehen, sexualisierter Gewalt, die die Frauen aufgrund ihres Lesbischseins besonders betreffen. Und wir haben vorhin auch gehört, dass es eben für alle gewaltbetroffenen Frauen eigentlich bestimmte Schutzvorgaben gibt. Wie werden die denn umgesetzt? Was erlebst du da in deiner Praxis, in deiner Arbeit? Ja, also ich glaube, das ist wenig überraschend, dass die relativ schlecht umgesetzt werden. Das haben wir jetzt ja hier auch schon in vielerlei Hinsicht gehört. Das fängt eigentlich schon bei der Unterbringung sozusagen an. Es gibt immer noch keine obligatorischen Gewaltschutzkonzepte für Unterbringung. Es gibt kein einziges Bundesland, das tatsächlich übergreifende obligatorische Gewaltschutzkonzepte hat, beziehungsweise das Saarland vielleicht, aber das liegt daran, dass es dort nur eine Unterkunft gibt, die vom Land geführt wird. Deswegen ist es als länderinterne Einrichtung sozusagen, gibt es dieses Gewaltschutzkonzept. Es gibt weiterhin keine obligatorischen Schulungen, was schon angesprochen wurde, nicht nur für RichterInnen und andere JuristInnen nicht, sondern halt auch für das Personal, für Mitarbeitende in den
Unterbringung, insbesondere aber auch für Personen, die über das Asylverfahren entscheiden und die die Anhörung durchführen. Ein Hauptproblem ist tatsächlich, dass es auch keine standardisierten sogenannte Screening-Verfahren gibt. Das heißt, es wird oft schon gar nicht identifiziert, ob eine Person überhaupt Schutz, also besonders schutzbedürftig nochmal ist, geschlechtsbezogene Gewalt erfahren hat. Daran scheitert es bereits schon. Das heißt, es gibt dann auch keinen Zugang zu dementsprechender psychosozialer oder medizinischer Versorgung, keine Anbindung an Unterstützungsstrukturen und insbesondere werden auch wird diese Gewalterfahrung auch nicht an das BAMF weitergegeben, findet also auch keinen Einfluss in der Entscheidung über das Asylverfahren. Problematisch ist auch, dass das BAMF immer noch nicht flächendeckend geschult ist. Es gibt, vielleicht hat sich die Zahl inzwischen verändert, das ist ein bisschen älterer Stand nach einer kleinen Anfrage. Es gab 211 sogenannte Sonderbeauftragte für geschlechtsbezogene Gewalt. Davon waren auch nur ein kleiner Anteil tatsächlich auch Frauen, was wiederum ein Problem sein kann. Auf diese Sonderbeauftragten, dass diese die Anhörung durchführen, gibt es leider auch keinen Anspruch, sondern das kann dann auf Bitte der betroffenen Personen geschehen, liegt aber im Ermessen der Behörde, ob das tatsächlich stattfindet. Und oftmals ist es einfach aufgrund von Personalmangel nicht möglich und die Sonderbeauftragten sollen sich dann im Nachhinein quasi das Protokoll durchlesen und dann gucken, wie sie darüber entscheiden. Das ist natürlich aber so, auf dem Protokoll findet sich dann nur das wieder, was auch in der Anhörung gesagt wird. Und wenn das sowohl nicht geschlechtersensibel noch kultursensibel irgendwie durchgeführt wird, dann findet sich das auch im Protokoll nicht wieder. Problem ist auch, dass die Frauen oftmals gar keine Kenntnis darüber haben, dass die erfahrene Gewalt tatsächlich relevant ist für das Asylverfahren. Da keine spezifische Beratung stattfindet, was auch dazu führt, dass es gar nicht erst erwähnt wird. Und was ich schon auch gesagt hatte, es gibt offiziell den Anspruch, dass das Geschlecht der Person, die das Interview durchführt, aber auch die interpretiert quasi, dass da die Wahl möglich ist. Es gibt auch einen Anspruch in Deutschland auf quasi weibliche Sachbearbeiterin. Das ist in der Praxis auch kaum möglich. Also ich habe viele Mandantinnen, die dann zwar sagen, ja, das hätten sie lieber, sie würden gerne von einer Frau angehört werden. Und dann heißt es aber, ja gut, dann müssen sie aber jetzt wieder gehen, dann irgendwann wiederkommen. Da können wir ihnen jetzt nicht sagen, wann die Anhörung stattfindet. Und das ist insbesondere, wenn auch bei vielen noch Kinderbetreuung oder Sonstiges eine Rolle spielt, die nicht gewährleistet ist, einfach ein nicht möglich, dann das Interview zu verschieben und insbesondere, weil das auch so ein psychischer Druck ist, dass Personen es hinter sich bringen wollen, sodass deswegen das in der Praxis auch absolut nicht gewährt ist. Was wir auch sehen, ist, dass Familien oft zusammen angehört werden und somit überhaupt kein Raum besteht, auch nur über geschlechtsspezifische Gewalt zu sprechen. Zum einen, weil sich, wie gesagt, Ehemänner mit im Raum befinden, aber vor allen Dingen auch teilweise die Kinder. Und deswegen Mütter ganz oft nicht vor ihren Kindern über das Geschehene reden wollen. Und was wiederum dann dazu führt, dass möglicherweise die erfahrene Gewalt erst später offengelegt wird und als wieder weniger glaubhaft gewertet wird. Und auch Nachweise immer schwieriger zu erstatten sind. Also es wird auch, die Anforderungen an Atteste beispielsweise steigen immer mehr. 2019 gab es ja das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und seitdem können auch quasi keine PsychotherapeutInnen mehr Atteste einreichen, sondern es müssen zugelassene PsychiaterInnen sein, wovon es nicht so viele gibt, insbesondere nicht so viele, die mit Frauen mit Fluchterfahrung arbeiten und dann noch die hinzukommenden Sprachbarrieren. Es gibt nicht genügend ÜbersetzerInnen, die geschult sind, sodass auch das dem Nachweis erheblich entgegensteht. Und was, glaube ich, auch eines der Hauptprobleme überhaupt ist, was die gesamte Glaubwürdigkeit und dem Nachweis betrifft, ist, dass immer noch davon ausgegangen wird, dass strukturelle Gewalt gegen Frauen eine Privatsache ist. Und das sieht man eigentlich in jeder Entscheidung durch das BAMF und durch sonstige Gerichte. Genau, und das ist eigentlich natürlich eine Fehleinschätzung, die der Konvention von dem ersten Wort völlig entgegensteht. Danke für diese Einschätzung aus der Praxis. Ich würde gerne nochmal darauf jetzt Luis reagieren lassen. Du hast ja mit dem
Expertengremium des Europarats zusammengearbeitet, eben Staaten bewertet. Was denkst du, wenn du das jetzt hörst aus der deutschen Praxis, was müsste hier eigentlich aus Sicht der Konvention passieren und was sind auch die Empfehlungen, die das Expertengremium GREVIO in Bezug auf geflüchtete Frauen in Deutschland ausgesprochen hat? Eine Menge wurde bereits schon gesagt von Anne. Wenn wir das Ganze uns zusammenfassen, es gibt einen wenig Glaubwürdigkeit, eine Kultur der Nichtglaubwürdigkeit Migranten. Und was Nina gesagt hat im Hinblick auf die Unsichtbarkeit, kann ich nur unterstützen. Und genau dieses Problem hat dann auch andere Auswirkungen, wenn man Dinge spät offenlegt, dann verringert das die Glaubwürdigkeit und man hat weitere Probleme. Es gibt also ein kulturelles Problem, dass wir den Frauen nicht glauben allgemein und das ist besonders krass bei sexueller Gewalt. Ich würde sagen, die Konvention versucht, das anzugehen, indem sie einen anderen Ansatz an die Sichtweise der Geschlechter anschauen, also einen geschlechterbasierten und einen menschenrechtlich basierten Ansatz. Diese Punkte, den Menschen Raum einzuräumen, Zugang zu Ressourcen, dann auch Vertrauen zu fassen, zusammen mit einer guten Schulung der Beamten. Die Menschen kann man nicht einfach in eine Box stecken. Man kann eine verheiratet sein, Kinder haben und das setzt einen nicht automatisch in eine andere Box. Und außerhalb der GREVIO-Perspektive würde ich sagen, in Europa ignorieren wir oft die Realitäten vor Ort, weil es problematisch für die Staaten ist, dass es so viele gefährdete Menschen gibt, die ihre Freiheitsrechte nicht wahrnehmen können. Vor diesem Hintergrund sind die Erfahrungen, die wir in Deutschland machen, und ich werde einige einfach vorlesen. Der GREVIO-Bericht möchte, dass Kriterien im Hinblick auf die Identifizierung von Frauen festlegt. Dieser Punkt wird sehr oft angesprochen, die Screening-Verfahren sind nicht angemessen. Die Fragen werden direkt gefragt, ob sie genderbasierte Gewalt erfahren haben. Das bedeutet für viele überhaupt nichts, denn man sollte eine Terminologie verwenden, dass die Menschen genau erkennen, was damit gemeint ist. Die Schulung ist entscheidend. Man muss den Asylantinnen genug Informationen vorstellen, nicht nur wo man eine Anwältin hinbekommt, sondern auch, dass man sagt, wie die Situation bewertet wird, was die Asylantinnen erwarten können.
Und das sollte von Anfang an zur Verfügung gestellt werden und in einer Sprache oder in einem Format, das die Frauen verstehen. Oft glauben wir, dass Geschriebenes für alle passt, aber oft ist das nicht der Fall. Die Fragen sollten mit eingezogen werden in die Standard-Interviews. Oft in der Praxis, wenn ich die Körpersprache einer Frau beobachte, wird ganz klar, dass das, was bei ihr passiert wird, nicht ausgesprochen wird. Und das Wichtige ist, diese Barriere zu überwinden. Manchmal sind dafür bessere Fragen erforderlich, manchmal mehr Zeit. Und das ist oft nicht der Fall, was die Unterkünfte betrifft. Da, es muss angemessene, sichere Unterbringungsmöglichkeiten gemacht werden. Und die Prävention von genderbasierter Gewalt und gerade bei queeren Frauen gibt es da besondere Probleme in Aufnahmelager, welche Räume sie haben, wo sie Hilfe in Anspruch nehmen können oder sich auch beschweren können und zusätzlich noch Zugang zu gewähren, rechtlichen Zugang, aber auch praktischen im Hinblick auf die Beratungen. Und ich bin einverstanden, dass es unzureichende Beraterinnen gibt und auch nicht ausreichenden Psychologinnen. Aber ich glaube, wir überbewerten das. Dass oft eine Lebensidentität von einem Mediziner bewiesen werden muss. Und da sollten wir etwas sensibler vorgehen. Auf die wir heute Nachmittag eingehen werden, die Fragen von welche spezifischen Bedarfe haben gerade traumatisierte, queere, geflüchtete Frauen, um über ihre Erfahrungen sprechen zu können? Auch welche Bedarfe gibt es bei der Unterbringung? Da sprechen wir heute im zweiten Panel noch genauer drüber. Vielen Dank für den Hinweis auf diese Kultur des Misstrauens. Das ist ja tatsächlich, wie wir vorhin gehört haben, eigentlich anders geregelt, sondern es sollte eigentlich so sein, dass es dass sozusagen das geglaubt wird, wenn es auch da in diesen Fragen keinen spezifischen Beweis gibt. Aber diese Kultur des Misstrauens ist, denke ich, in der Praxis was sehr Wichtiges, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, wie wir das überwinden können. Ich würde jetzt gerne die Zeit noch nutzen, um erst Luise und dann auch Philipp zu den aktuellen Reformplänen auf EU-Ebene auch zu befragen. Der Dachverband der Migrantinnen in Deutschland, der MIGRA, hat das sehr schön formuliert in ihrer Pressemeldung nach dem 8. Juni. Sie hatten da geschrieben, die Tinte unter der EU, unter dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention auf EU-Ebene war noch nicht getrocknet. Und da wurden sehr viele Grundsätze schon wieder mit Füßen getreten. Luise, ich würde dich gerne dazu noch fragen, die Istanbul-Konvention gilt auf EU-Ebene ja gerade mit Blick auf Asylfragen. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wird das dann so sein, wird es in Zukunft auch einklagbar sein oder einforderbar und auch von GREVIO überprüft werden, ob diese Standards, von denen wir gerade gehört haben und über die wir im deutschen Kontext gesprochen haben, die Standards für Unterbringung, Asylverfahren, geschlechtssensiblen Aufnahmebedingungen, dass die auch an den EU-Außengrenzen dann eingehalten werden müssen? Ich werde diese Frage nicht im Detail
beantworten können, aber das hat etwa eine Frage auch mit der Externalisierung zu tun, nicht nur im Hinblick auf die Unterkunft, auch die Verletzung von Artikel 3, die Externalisierung der Verantwortung, so dass die ganze Sache außerhalb der EU verlagert wird. Ich mache mir echt Sorgen, nicht nur über den nicht nur im Kontext der Unterkünfte, sondern auch im Hinblick auf die Maßnahmen, die Frontex macht, um die Boote zu hindern, überhaupt aus den Ausgangsländern loszufahren. Und ich glaube, es wird kreative Versuche geben, wie man die unterschiedlichen europäischen Konventionen nutzen kann, um zu sagen, dass die Staaten eine Verantwortung haben. Aber rechtlich wird das sehr, sehr schwierig werden. Denn wenn man nicht vor Ort ist, ist man ja nicht verantwortlich. Düsterer Ausblick dann. Und ich würde dazu jetzt gerne noch mal auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das wurde vorhin schon angekündigt. Philipp Braun, du hast dich beschäftigt auch schon mit dem sehr umfangreichen Kompromiss, dem Planungsstand, der da eben gerade auf EU-Ebene zum sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystem besteht. Und welche Auswirkungen wird das für LSBTIQ-Geflüchtete und insbesondere queere Frauen haben? Ja, ich würde aber gerne noch einen Moment zurückkommen zur Istanbul-Konvention, weil also ein Punkt, der mir schon wichtig ist, weil ich hatte ja auch mal überlegt, was haben wir für Erfahrungen gehabt mit dem BAMF, mit Gerichten. Also ich habe geguckt nicht nur in die Dienstanweisung Asyl, sondern auch in Gerichtsurteile, und es gibt bisher wirklich nur ein Gerichtsurteil, das positiv Bezug nimmt auf die Istanbul-Konvention und sagt, dass eben Frauen als soziale Gruppe gesehen werden, weil ja Gericht und BAMF das sonst nicht tun. Und ich habe da auch ein ziemlich krasses Beispiel, auch beim BAMF, dass sie eine EU-Studie, die es gibt, von der EU Asylum Agency zu Afghanistan, wo eigentlich drinsteht, dass Frauen per se in Afghanistan gefährdet sind, und das Bundesamt noch nicht bereit ist, das auch wirklich umzusetzen, weil sie diesem Argument folgen, auch von Gerichten, dass ja Frauen nicht als irgendwie anders oder so gesehen werden und deswegen können sie keine soziale Gruppe sein. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Raum, aber dass wir nochmal überlegen, wie man da auch nochmal auf die Politik zugeht und sagt, also wenn der Bundestag als Bundestag mal beschlossen hat in der Gesetzgebung, dass Frauen eine soziale Gruppe sind, dass das möglich ist, dann ist die Frage, wieso dann das Bundesamt sich daran nicht gebunden fühlt. Also das ist einfach, was ich noch loswerden wollte, das war mir wichtig. Ja, herzlichen Dank, das nehme ich auch gerne mit für den deutschen Frauenrat. Genau, also wenn deutschen Frauen, also und da sind wir auch gerne bereit, also wir haben ja auch Kontakte. Ich meine, die Henny Engels, meine Vorstandskollegin, war ja auch mal Geschäftsführung. Sind wir auch gerne bereit, mal hier in Berlin uns zusammenzusetzen. Also das war mir noch wichtig. Und wie gesagt, Afghanistan zeigt halt, wie krass das ist, weil das Frauen überhaupt aus dem gesamten Leben rausgedrängt werden. Also wir müssen nicht mal von queeren Frauen, sondern Frauen per se, und das Bundesamt aber dann nicht bereit ist zu sagen, dass die generell Flüchtlingsschutz bekommen. Das zeigt halt das Problem. Ja, mit GEAS. Also wie gesagt, das sind 300 Seiten, was aber auffällt, 300 Seiten, zwei Texte, die jetzt so beschlossen sind. Man muss aber sagen, das ist jetzt erstmal die Einigung im Rat. Das Parlament wird ja noch in den Trilog mit einbezogen. Kann also sein, dass es doch noch Änderungen gibt. Und dafür werden wir uns auch selbstverständlich einsetzen. Aber besonders hoffnungsfroh ist man nicht, wenn man auch so die politische Situation sieht. Das Problem ist, dass eben vorgesehen ist, dass Menschen, die aus Ländern kommen mit einer Anerkennungsquote unter 20%, eigentlich schon mal per se in solche Grenzverfahren kommen. Die Fraktion Die Linke hat gestern im Bundestag mal die Bundesregierung gefragt,
bei welchen Ländern, unter welchen 14 Ländern besonders viele Menschen in Europa Schutz gesucht haben im letzten Jahr und wo die Quote unter 20% ist. Und das sind eben die drei Maghreb-Staaten, wo wir ja auch hier in Deutschland über sichere Herkunftsstaaten reden, Ägypten, Nigeria, Pakistan, Georgien, Venezuela, wo es eben auch in Deutschland viele Rechtsprechungen gibt, dass diese Personen, wenn sie queer sind, auch queer Frauen, trans, nicht-binäre Personen dann auch Schutz bekämen. Also das zeigt, also die Personen aus diesen Ländern kämen dann auch in solche Verfahren. Und es ist halt auch in dem Text, also es ist einmal nicht klar, wie Vulnerabilität bei den Verfahren, wer in Grenzverfahren kommt, wie damit umgegangen wird. Klar, es ist zwar festgelegt, dass eben es einen Anspruch gibt auf eine Anhörerin desselben Geschlechts zum Beispiel, aber solche Dinge sind nicht festgelegt. Und es ist eben vorgesehen, dass auch einzelne Mitgliedstaaten die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten oder sicheren Drittstaaten erweitern können. Und deswegen ist es eben nicht nur in Deutschland Politikum, dass die CDU, CSU und leider auch die Innenministerkonferenz Tunesien, Algerien, Marokko da benennen wollen, sondern wenn die EU dann mit Tunesien zusammenarbeitet. Also wir haben auch letzten Samstag bei der Demo mit Pro Asyl und dem Hessischen Flüchtlingsrat einen Aktivisten aus Süddeutschland, aus Tunesien gehabt, der darüber gesprochen hat, dass halt in Tunesien schwule und bisexuelle Männer vom Staat gefoltert werden. Weil wenn der Verdacht steht, dass diese Person homo-bisexuell ist, werden die zum Arzt geschickt und unter Anwesenheit von Polizisten wird eine Zwangsanaluntersuchung durchgeführt. Das hat die Bundesregierung und viele EU-Mitgliedstaaten in der UNO schon mal als Folter bezeichnet. Und das spielt jetzt plötzlich in dem Moment keine Rolle. Und unsere Sorge ist halt, und das ist ja hier auch schon angeklungen, wenn es diese Grenzverfahren gibt, ob überhaupt die Menschen Zugang haben, ob die sich öffnen können, wie schnell das passiert. Weil wir wissen ja auch, wie schwer das schon in Deutschland ist, dass sich viele auch erst später dann öffnen können. Also deswegen haben wir da ganz große Sorge und haben auch deswegen uns sehr klar gegen diesen Kompromiss geäußert. Wir hoffen halt, wie gesagt, und da kommt bei mir dann wieder der Pragmatismus vielleicht auch raus, dass man eben versucht, im Gespräch auch mit dem Parlament erstmal festzulegen, dass eben LSBTIQ als besonders schutzbedürftig vulnerabel auch festgeschrieben werden. Wir fordern eben, dass Gruppen aus den Verfahren rausgenommen werden. Aber wie gesagt, das ist halt schwierig, weil das nicht mal für Familien mit Kindern ja überhaupt irgendwo eine Mehrheit gibt, dass es eben auch Fachberatungsstellen auch in den anderen Staaten geben muss, wo vielleicht die Kommission dann auch eben das finanzieren muss. Und eben, dass wir das ganz schwierig, schlimm finden, wenn jetzt zum Beispiel auch Türkei oder Tunesien dann als sichere Dritt- oder sichere Herkunftsstaaten gelistet werden. Aber wie gesagt, wir sind da sehr am Anfang, aber sind auch, wie gesagt, dankbar, dass sich ja auch viele Zivilgesellschaftsorganisationen jetzt da zusammenfinden, dass es ja auch eine Diskussion gibt. Aber wie gesagt, die 300 Seiten, also ich hatte mal das geschaut und es gibt halt also auch ganz wenig, was da zu Gender steht. Also ich hatte in dem englischen Text nach Gender, Sex und so gesucht. Und wie gesagt, bis auf Hinweise, dass halt, wie gesagt, ein Anhörer desselben Geschlechts sind oder dass man eben an einer Stelle auch über Verfolgung gesprochen wird. Sonst ist das praktisch in dem Text nicht drin. Und es steht halt auch drin, und ich meine, das war auch Thema im Bundestag, dass bisher auch festgelegt war, dass ein sicherer Drittstaat müsste die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben haben und jetzt steht ja, aber es reicht auch, wenn bestimmte andere Kriterien da sind. Und es steht halt auch drin, dass man sogar Staaten listen kann, entweder als EU oder als Mitgliedstaat, sowohl als sicherer Drittstaat oder sicherer Herkunftsstaat, wenn in diesem Staat nicht alle Landesteile sicher sind oder nicht alle Gruppen. Und ich meine, das ist zum Beispiel hier in Deutschland ganz klar in der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, dass es eben das ganze Land und alle Gruppen betreffen muss. Deswegen haben wir uns ja auch
sehr stark mit auseinandergesetzt, dass eben, wie gesagt, CDU, CSU, die Maghreb-Staaten und leider auch Teile der Koalition jetzt Georgien listen wollen. Wir sind auch mal gespannt, was da im Bundestag heute Nachmittag diskutiert wird, weil in Georgien, weiß nicht, ob das allen bekannt ist, vor 2 Jahren ist der CSD da von Teilen der orthodoxen Kirche Rechtsradikalen angegriffen worden. Der Staat hat nicht geschützt, ist auch ein Journalist umgekommen, 50 Personen verletzt. Und jetzt meint ein großer Teil der Politik, ja, Georgien ist ein sicherer Herkunftsstaat. Also das hat uns auch ziemlich entsetzt. Vielen Dank nochmal für diese sehr vertiefte Einblicke, bei denen ganz deutlich wird, dass da sozusagen nicht nur eine lesbische Unsichtbarkeit, sondern wirklich eine Unsichtbarkeit von allen queeren Lebensrealitäten bei den Menschen, die gerade diese Entscheidungen getroffen haben, besteht. Ich würde jetzt gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum. Hier gibt es eine erste Meldung. Und nochmal an die Technik fragen, gibt es ein weiteres Mikrofon? Sonst kommen Sie gerne, gerne auch hierher. Und während wir das regeln, vielleicht möchte eine von euch beiden auch noch ergänzen zur Einschätzung, anderen zu dieser Reform, was das für Frauen auch bedeutet, geflüchtete Frauen. Ja, also ich glaube, über die Auswirkungen zu den Reformen. Ja, wir haben jetzt hier noch auf der Bühne eine Antwort und dann und so lange können wir das klären mit dem Mikrofon. Geht es jetzt? Ja. Also ich glaube, die Auswirkungen werden, wie wir auch alle befürchten, absolut verheerend sein. Insbesondere wer jetzt schon die Camps an den Außengrenzen kennt, was einfach Haftzentren sind, wo weder medizinische Betreuung noch irgendwie auch nur annähernd Unterbringungsmöglichkeiten, die mit Menschenrechten übereinstimmen, gewährleistet sind. Und auch ich habe mich durch diese 300 Seiten gelesen und ja, Geschlecht allgemein wird eigentlich gar nicht mehr so richtig erwähnt. Es wird von besonderen Verfahrensbedürfnissen gesprochen, wobei es aber Ermessensentscheidung ist, ob die quasi von den Grenzverfahren dann ausgenommen werden. Also und wie gesagt, bei der vorhandenen medizinischen Versorgung ist eine Identifizierung einfach gar nicht möglich. Was ich interessant finde, ist quasi der Anspruch, so wie ich es verstehe, dass weibliche Anhörerinnen und Dolmetscherinnen sind rausgenommen worden und es wurde eingefügt nach Möglichkeit. Und damit ist es halt leider kein Anspruch mehr, sondern nur, wenn möglich ist. Und wenn wir uns jetzt die Realität angucken, ist das so gut wie nie möglich. Und das wird sich insbesondere bei den Außengrenzen nicht annähernd verbessern. Genau, vielleicht noch einmal so viel dazu, aber leider habe ich da recht wenig Hoffnung. Haben wir hier vorne eine Frage? Ja, mein Name ist Martin Walmir-Zierold. Ich bin aus dem Bezirksamt Mitte und bin beauftragte Person für Queer und Antidiskriminierung. Und bin sehr begeistert, was bisher erzählt wird auf dem Podium. Aber ich habe eine Definitionsfrage. Es gibt ja queere geflüchtete Menschen und dann die Gruppe der Flinter-geflüchteten Menschen. Und das ist natürlich halt von der Definition her ein großer Unterschied. Ich möchte nicht, dass beides vermischt wird, weil die Istanbul-Konvention ist also für die Zielgruppe Mädchen und Frauen. Deswegen finde ich halt das Wort queere Geflüchtete in dem Zusammenhang, dass es dann wieder um Cis-Männer geht, die ja häufig im Vordergrund stehen, fände ich besser, wenn auch im Titel Flinter geflüchtete Menschen stehen würde, weil, ja, wie gesagt, es sonst die Gefahr birgt, dass es wieder um Cis-Männer geht. Und ich denke, da muss halt geguckt werden, also queere geflüchtete Menschen, also ich fände es besser, wenn Flinter, also weil wenn queere Geflüchtete, dann sind ja Cis-Männer, also schwule Cis-Männer eingeschlossen. Und das wäre ja wieder eine ganz andere Herangehensweise. Aber wenn wir hier die Istanbul-Konvention diskutieren, müssten wir gucken, also es ist eine Definitionssache und da habe ich halt nochmal die Frage, wie das dann gemeint ist im Titel. Das ist der eine Punkt. Dann mein zweites Anliegen, also ich bin für den Bezirk Berlin-Mitte zuständig, wo auch international, also das natürlich ein sehr anziehender Bezirk ist. Und deswegen bin ich froh, dass das Thema queere geflüchtete Menschen angegangen wird, also dass es Schutzräume geben soll für diese Menschen. Und jetzt im schwarz-roten Koalitionsvertrag ist es auch aufgenommen, also 3 verschiedene Punkte. Also es sollen weitere Frauenhäuser gegründet werden.
Dann ein Regenbogenhaus soll errichtet werden. Und das finde ich beides total gut. Aber was fehlt ist, dass es eigentlich noch mal ein Haus nur für Flinters gibt. Also deswegen fände ich es gut, mit der Politik da noch mal ins Gespräch zu gehen, dass es nicht wieder nur um schwule Cis-Männer geht, weil die haben meistens mehr Anlaufstellen als Flinter-Personen. Also mir ist ganz wichtig, lesbische Frauen, Trans-Personen, non-binäre Personen, dass auf die spezifisch eingegangen wird, weil das eine Gruppe ist, die immer als zweites mitgedacht wird, nachdem für schwule Cis-Männer Einrichtungen angeboten werden. Ja, ganz herzlichen Dank für die Hinweise. Vielleicht kann ich als Moderatorin dazu auch noch zwei Dinge sagen. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir ganz spezifisch auf die Thematiken von geflüchteten queeren Frauen heute schauen wollen. Aber es überschränkt sich dann eben immer wieder mit einmal, wie wir es auch hatten, den gewaltbetroffenen Frauen, hetero Frauen auch, und mit den geflüchteten queeren Männern, Cis-Männern auch. Und wir gucken eben auch, wo es sich trifft und wo wir auch gute Allianzen finden können. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht auch nicht allen bekannt. Die Istanbul-Konvention im erläuternden Bericht gibt auch sozusagen den Hinweis, dass diese Bestimmungen gerade für den Schutz von geflüchteten Personen auch auf queere Menschen, und da ist auch Menschen gemeint, übertragen werden können. Also das ist nicht sozusagen, das ist nicht rechtlich bindend, aber es ist eine Empfehlung an die Staaten. Also sozusagen durchaus so, dass wir das auch ausweiten können. Und ich glaube, da liegt auch eine Kraft der Konvention drin, dass die auf weitere Gruppen außer Frauen und Mädchen angewandt werden kann. Ich würde aber gerne hier tatsächlich auch noch mal dich, Nina, fragen, weil das jetzt gerade angesprochen wurde, was braucht es denn besonders für lesbische Frauen in den Asylverfahren? Das können wir vielleicht hier auch noch mal deutlich machen. Was denkst du, was fehlt gerade? Was würdest du da auch an Empfehlungen noch für die Politik mitgeben? Und wenn es weitere Fragen gibt hier im Publikum, sehr gerne, dann kommen wir mit dem Mikrofon. Also ich würde noch mal so auf diese Basis der Istanbul-Konvention zurückgehen, ja, also die ja besagt, dass Asylverfahren müssen geschlechtersensibel sein und Frauen die Möglichkeit geben, ihre Geschichte vollständig offenzulegen, wobei die Verfolgungsgründe geschlechtssensibel ausgelegt werden müssen. Und ich kann eigentlich auch nur wiederholen, was Luis vorher gesagt hat, zur Glaubwürdigkeit, dass es ein Riesenproblem ist. Und hier ist gerade auch, was das BAMF erwartet, also wird ja immer wieder in Entscheidungen auch gesagt, es wird erwartet eine lückenlose Schilderung, ja, die sich dadurch auszeichnet, dass Konkretheit, Anschaulichkeit, Detailreichtum, was gerade für queere geflüchtete Frauen halt sehr, sehr schwierig ist. Ja. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat geschlechtsspezifische Gewalt in Kombination mit sexualisierter Gewalt erlebt und muss jetzt über beides sprechen. Also man muss über die geschlechtsspezifische Gewalt sprechen und man muss über die Sexualität sprechen mit einer Person, die einem absolut fremd ist, ja, und mit Dolmetscherin womöglich auch noch, was dann auch immer wieder den Redefluss hindert. Und da sind so viele Sachen, die da passieren, wo ich irgendwie denke, ich finde es sehr interessant, weil wenn ich BAMF-Entscheidungen zum Beispiel lese und dann ist am Anfang da die Zusammenfassung von dem Fall, ja, und dann kriegt man so den Eindruck, ja, also irgendwie macht das wirklich nicht so richtig Sinn, ja. Und wenn man dann aber mit den Frauen selbst ein Interview führt, ja, also was ich ja viel gemacht habe in meiner Forschung, dann entsteht ein ganz anderer Eindruck, ja. Und ich glaube, für mich ist es so dieses Hauptding, was Luis vorhin gesagt hat, man muss den Raum und die Zeit geben. Es muss geschlechtsspezifisch sein, es muss viel mehr Schulungen geben für die Menschen, die die Interviews führen und die Entscheidungen treffen. Also das ist für mich jetzt, was den Asylantrag angeht, das ist so für mich so das Entscheidende. Und dann natürlich, was wir auch gesagt haben, mit der Wohnsituation, da muss sehr, sehr, sehr viel gemacht werden. Ich hatte eine
eine Frau interviewt, die wurde in einer Army-Kaserne, wirklich mitten im Wald, wurde die untergebracht. Ja, und die musste dort 1,5 Jahre mit ihrer Tochter leben. Ich glaube, das wird jetzt heute nicht mehr so gemacht. Ja? Also diese Kaserne ist auch geschlossen worden. Aber die war komplett isoliert von allem, von jeglichen queeren Strukturen. Und was wir jetzt auch nicht so diskutiert haben auf dem Panel bisher, was ich noch sagen möchte, wenn wir Intersektionalität denken, ja, dann ist es ja auf der einen Seite die Erlebnisse der Person, ja, also wo man sagen muss, okay, was erlebt die Person aufgrund von deren Geschlecht, Sexualität, Ethnizität und so weiter, aber es geht ja auch um Machtstrukturen. Und hier denke ich halt mit der Glaubwürdigkeit, dass wir da schon wahrscheinlich auch eine Intersektionalität sehen von Sexismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie, was oft natürlich nicht so greifbar ist, ja, aber wenn man Entscheidung für Entscheidung und Entscheidung liest, dann bekommt man schon den Eindruck, dass da diese Machtstrukturen und Diskriminierungen ineinander wirken und dass da auf jeden Fall ja, mehr gemacht werden muss. Dankeschön. Das bringt uns auch wieder zu der Kultur des Misstrauens und Nichtglaubens und Definieren von Wahrheiten am Ende. Das ist eine Machtfrage. Genau, wir haben hier hinten noch eine weitere Frage. Hello, my name is Malaise Andre. I am part of CASA. Ich bin Malaise Andre. Ich arbeite im medizinischen Bereich und auch für trans- und interbinäre Asylantinnen. Meine Frage, der Europarat haben eine Checkliste herausgegeben, was die Mitgliedstaaten machen können. Eine gute Unterkunft, die gendersensitiv ist und Artikel 3 berücksichtigt, zum Beispiel, wenn trans Flüchtlinge kommen, dann sollen sie nicht in einem Lager untergebracht werden für Transmänner. Aber diese Standardisierung fehlt in Deutschland. Und es gibt Berichte von Leuten, die sagen, die BAMF und die Sozialarbeiter haben mir nicht geglaubt, weil ich zum Beispiel keine Hormone einnehme. In welchem Ausmaß haben Sie die tatsächliche Umsetzung der Istanbul-Konvention gesehen? Ich sehe es mehr, dass es eine Konvention ist, die Deutschland einhalten sollte, aber es fehlt an der tatsächlichen Umsetzung. Und meine letzte Frage, welche Verbindung gibt es und welche Unterschiede sehen Sie zwischen der GES und der Istanbuler Konvention? Noch aufnehmen, genau, bevor wir eine Schlussrunde machen. Danke. Erstmal vielen Dank für diese Fachkonferenz. Ich wollte nur sagen, also ich habe die Erfahrung aus dem ländlichen Raum. Es ist halt vor allen Dingen so, dass die Menschen, egal welche Schutzbedarfe sie haben, sie irgendwo im Wald ausgesetzt werden, in irgendwelchen Unterkünften, in irgendwelchen Kasernen. Das liegt auch daran, dass der Bund keine Neubauten fördert für Asylunterkünfte, sondern nur die Renovierung. Deshalb sind es halt häufig solche Sachen wie irgendwelche, bei uns ist es dann eine DDR-Kaserne zum Beispiel, eine alte. Genau, das ist so total normal. Und genau, ich frage mich auch so ein bisschen, also ich sehe, was in Berlin passiert oder in Köln oder München. Ich arbeite in Sachsen-Anhalt und es ist total, also so, ich merke, es ist total schwierig, die Kompetenzen zum einen irgendwie nach Sachsen-Anhalt zu holen. Aber ich, also genau, ich sehe halt auch so ein bisschen, ja, die großen Verbände, die konzentrieren sich auf die großen Städte. Was ist denn aber mit dem ländlichen Raum, was ja einfach ein großes Problem ist, weil dort vermehrt Menschen untergebracht werden sollen? Das wäre meine Frage. Dankeschön. Vielen Dank. Dann haben wir 3 Fragen hier nochmal ans Panel. Zum einen die Umsetzung der Standards des Europarats für die Unterbringung von queeren geflüchteten Menschen, der Widerspruch zwischen der GEAS und der Istanbul-Konvention und hier auch nochmal, was man tun könnte, um die Umsetzung der Konvention im ländlichen Raum voranzubringen. Ich würde gerne die erste Frage
an Louise stellen, denn ich gehe davon aus, dass die Frage stellende Person hier im Raum sich tatsächlich auch auf deine Publikation bezogen hat mit den Standards des Europarats. Und du hast Erfahrung aus verschiedenen Ländern, Kontexten. Wie siehst du die Umsetzung in der Unterbringung? Das ist letztendlich eine politische Frage. Die Konvention existiert, es gibt Standards und ich habe eine Veröffentlichung dazu geschrieben. Und in den letzten Jahren gab es die Empfehlung zum Schutz von Flüchtlingsfrauen, wo noch diese Fragen weiter behandelt werden. Dann gibt es den Monitoringprozess, die Empfehlung und der Vertragsausschuss überwacht die Empfehlung politisch. Man kann die Konvention einsetzen und eine bessere Umsetzung erreichen, indem man sich die Menschenrechtskonvention nimmt, so dass man beide zusammen sich anschaut, wo die Bestimmungen im Hinblick auf das Familienleben verletzt werden oder die Integration von Frauen. Also ich würde vorschlagen, dass man durch einen Vergleich hier die Umsetzung voranbringen kann. Kurz mit Blick auf die Zeit, Philipp und Anne zu einer oder beiden anderen Fragen, also Widerspruch des Asylkompromisses und der Istanbul-Konvention und der Versorgung im ländlichen Raum. Zu der Frage, zu der ihr euch sprechfähig fühlt, und dann kann ich das gerne auch noch ergänzen. Ich fühle mich befähigt, zur Umsetzung der Istanbul-Konvention und insbesondere der GEAS-Reform zu sprechen. Ich finde Luises Antwort darauf ehrlich gesagt auch hier ganz passend. Das ist ein politisches Problem, weil natürlich, wenn man die Anforderungen der Istanbul-Konvention ernst nimmt, dann kann die GEAS-Reform, so wie sie geplant ist, nicht durchgesetzt werden. Aber da müssen wir ja nicht mal auf die Istanbul-Konvention gucken. Wir haben eine europäische Grundrechtecharta, wir haben eine europäische Menschenrechtskonvention, die unterschiedlich gelten. Gegen all das verstößt quasi eigentlich die GEAS-Reform, so wie sie ist. Das Problem ist, dass das nicht gesehen wird. Also wir hatten Gespräche mit Kommissionsmitgliedern, mit Personen aus dem Europäischen Parlament, und es wird einfach nicht eingesehen, sozusagen. Es ist, mir wurde das Gefühl vermittelt, dass die Realität, wie sie sein wird an den Außengrenzen, wie sie jetzt schon ist, als solches nicht wahrgenommen wird oder auch nicht wahrgenommen, also dass sie es nicht wahrhaben wollen, sozusagen, weil es dann einfach de facto Haft ist, was einfach nie mit den Grundwerten, die wir haben, quasi vereinbar ist. Und das wird gezielt quasi übersehen, gesagt, es wird nach Alternativen zu Haft geguckt, es soll ja ganz anders dann durchgesetzt werden, es wäre ja alles eigentlich nur zum Schutze der Menschen, und wir lesen auch immer wieder von verschiedenen Mitgliedstaaten, wo explizit gesagt wird, dass gerade Haft auch zum Schutz der Menschen geht, gerade auch vor geschlechtsbezogener Gewalt, deswegen sei Haft ja eigentlich die bessere Wahl, weswegen das auch für Kinder mit ist, und deswegen, glaube ich, gibt es da keine Antwort, die rechtlich ist, weil rechtlich geht es so nicht, sondern das ist rein politisch, dass quasi so, wie es sein wird, die Realität ausgeblendet wird und gesagt wird, das sei ja alles dann eigentlich ganz anders, als jetzt gerade die Außengrenzen sind. Das, ja. Danke. Philipp, möchtest du noch ergänzen, wenn wir zurückkommen von den europäischen Außengrenzen ins ländliche Sachsen-Anhalt, zur Versorgung und Umsetzung von geflüchteten queeren Frauen auf dem Land in Deutschland? Also ich hoffe, dass, wie gesagt, wir diese Themen jetzt auch mitnehmen in den Prozess mit dem nationalen Aktionsplan. Und
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wo genau die verschiedenen Stellen hinkommen mit der besonderen Rechtsberatung, aber ich glaube, da war auch der Versuch, das eben nicht nur in die Metropolen zu bringen. Wir hoffen auch, dass das in den nächsten Jahren auch noch weiter ausgebaut wird. Und Lilith Raser ist ja da und ich meine, mit dem Bundesprojekt Queer Refugees haben wir ja auch versucht, in Regionen außerhalb der Metropolen zu gehen, um auch Schulungen und sowas zu machen. Ich glaube, da ist Lilith und Ina, ihr seid ja da auch viel unterwegs, um dann auch das zu versuchen. Aber wir müssen gucken, das auch zu verstärken. Aber ich würde auch, wie gesagt, auch eure Beratungsstelle, andere auch sagen, also wenn ihr konkrete Probleme habt, auch mit einzelnen Verfahren, dass wir das ja auch aufgegriffen haben. Das hätte ich vorher auch noch mal Nina gesagt. Also wenn ihr jetzt auch noch Bescheide seht mit Letra, wo das Diskretionsgebot halt indirekt drin seht, dann kommt auf uns zu, weil vielleicht muss man einfach denen noch zeigen, dass sie noch dazulernen müssen. Ja, vielen Dank. Dann würde ich gerne an dieser Stelle das erste Panel beschließen. Wir haben jetzt auch noch mal zu Ende immer wieder den Spagat gehabt zwischen den sehr niederschmetternden Entwicklungen auf europäischer Ebene und den kleinen positiven Schritten, die wir aber auch hier erleben. Und ich möchte Sie gerne alle auch einladen, sich in dieser Hinsicht mit der Istanbul-Konvention zu befassen, mit den Aufträgen, die Deutschland auch sehr konkret bekommen hat. Denn neben dem Expertenbericht, dem GREVIO-Bericht, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat Deutschland auch Ende des Jahres vom Europarat eine Art Hausaufgabenliste, das sage ich jetzt so salopp, aber eine Liste an sehr dringenden Dingen, die Deutschland tun muss, um die Konvention umzusetzen, und zwar bis 2025. Also da gibt es gerade politischen Druck. Da ist unter anderem auch die Versorgung von besonders vulnerablen Gruppen aufgeführt. Also wir haben da auch starke Partner. Wir schmieden auch hier auf der Bühne Allianzen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt gerade brauchen. Vielen Dank.